Hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem neuen Abend von Gottes Haus. Und wir sind gespannt, wie dieser Abend sich gestalten wird. Ein bisschen was haben wir vorbereitet. Und ansonsten lassen wir uns überraschen von dem, was der Herr uns so ins Herz gibt. Also wir haben schon was vorbereitet. Also ja, schon. Für heute Abend, ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend für uns so eine Erfrischung vorbereitet hat, die nur er uns in unsere Seele, in unser Herz, in unseren Körper, in unseren Geist geben kann. Eine Brause von oben. Eine Dusche von oben. Eine Erfrischungsdusche. Und etwas, was ganz neu von ihm kommt, was unser Glaubensleben ganz neu erfrischt. Wir haben alle eine Woche hinter uns, wo wir in Auseinandersetzungen gewesen sind, wo vielleicht auch Kämpfe waren. Und wenn du weißt, wie Attacken des Feindes sind, dann weißt du, dass die auch mit ziemlich viel Aufregung, mit Hitze, mit diesem Angegriffensein zu tun haben. Und von daher brauchen wir alle tatsächlich immer wieder diese Erfrischung durch den Heiligen Geist. Ich suche das ganz, ganz oft. Ich ziehe mich zurück. Manchmal habe ich Möglichkeiten, mich einfach eine halbe Stunde hinzulegen. Manchmal setze ich mich irgendwo hin, aber ich bete dann um dieses Erfülltwerden, um dieses Erfrischtwerden vom Heiligen Geist. Ja. Und das, was die Bibel auch sagt, ist, Erquickung kommt vom Angesicht des Herrn. Oder in dem Alten Testament in Jesaja steht, siehe, ich mache alles neu. Das ist etwas, was mit Frische, mit etwas zu tun hat, was noch nicht da war. Und wir sind so dankbar, dass wir Menschen sind, die mit dem Heiligen Geist verbunden sind, dass Jesus in uns lebt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Vater im Himmel auf uns achtet. Und das möchten wir an den Abenden von Gottes Haus weitergeben, dass Gott mehr für uns hat, mehr an Erfrischung. Erfrischender Abend. Ein erfrischender Abend in der Gegenwart des Herrn. Etwas, was uns wieder neu inspiriert für die Woche, die vor uns liegt. Etwas, was uns aufhilft aus dem Getümmel des Feindes, aus dem, wo wir zu kämpfen haben, zu stehen haben, wo wir Erwartungen an Gott haben. Und ich glaube, dass er uns genau mit dem versorgen wird, was wir so dringend brauchen. Und heute Abend ist einfach dieses Treffen mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, und er wird uns erfrischen. Das ist zutiefst meine Überzeugung und mein Gebet für heute Abend. Naja, das ist, wenn Christen einfach durch die Kämpfe, durch die Attacken müde sind, schwach geworden sind, erschöpft worden sind. Ja, genau. Dann ist es der Heilige Geist, der uns wieder aufhilft, der uns tatsächlich erfrischt, der uns wieder neue Power gibt, damit wir weitergehen können, damit wir den Lauf laufen können und so weiter. Genau. Also er ist derjenige, von dem wir das ziehen können. Weil so viele Leute versuchen sonst woher. Ja, wie zum Beispiel einfach nur mit Wellness oder so. Ja, oder was auch immer. Aber eigentlich, geistlich, ist es nur der Heilige Geist, der für uns die Quelle dieser Inspiration und Erfrischung ist. Ja, Erfrischung kommt vom Angesicht Gottes. Und wir wollen jetzt wirklich auch die Dinge, die Beschwernisse, die Kämpfe, die Auseinandersetzungen, die Hitze des letzten Streckenabschnittes, den wir ja alle hinter uns gebracht haben. Wir wollen das wirklich jetzt bewusst ablegen und wir wollen erwarten, dass Gott eingreift in unser Leben. Und das möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass du mit Erfrischung kommst, mit neuem Aufbauen, mit Zuversicht, mit Hoffnung in unser Leben, dass du uns physische, psychische und geistliche Kräfte neu schenkst, neu diesen Raum öffnest, dass wir zu dir kommen und dass wir empfangen von dir Gnade um Gnade. In der Bibel heißt es, du sagst es, aus deiner Fülle können wir nehmen Gnade um Gnade. Da ist Versorgung, da ist Hoffnung, da ist Verheißung und Sieg
frische Verheißung, frischer Sieg, frisches Wort Gottes, frische Ermutigung, dass du, Herr, mehr für uns hast. Und ich bete jetzt hier für alle, die mit uns jetzt zusammen sind, dass von deinem Thron eine frische Brise weht, eine Erfrischung kommt mit deinem lebendigen Wasser und dass dieser Durst unserer Seele heute Abend gestillt wird, dass wir Zuversicht haben, dass du ein tiefes Werk in uns tun wirst, in Jesu Namen. Amen. Ich habe gerade heute, aktuell von heute, ein paar Zahlen mal bekommen auf den Tisch. Also die Schweinegrippe im Jahre 2009 hatte insgesamt 56 Millionen Infizierte. 56. So, und es gab nicht die geringsten Maßnahmen im Wesentlichen dabei. Und bei Corona haben wir bis jetzt 21 Millionen Infizierte. Also mit Maßnahmen. Etwa knapp 30% oder sowas irgendwie, schätze ich mal, mit irrwitzigen Maßnahmen. Obwohl es im Grunde genommen eigentlich damit verglichen relativ moderat ist. Und jetzt habe ich gesehen, 760.000 Tote. Corona-Tote. 760.000. Schon ganz weltweit. Weltweit. Wobei man, also Stand heute, wobei da natürlich erstmal die Zahl derer, die tatsächlich gezählt worden sind, mehr als fragwürdig ist, weil man weiß ja, dass jeder, egal woran er stirbt, wenn er Corona hatte, ist er an Corona gestorben. Da gibt es auch die verrücktesten Berichte, was da in ärmeren Ländern ist, wo die Leute Geld kriegen, wenn sie an Corona gestorben ist, der Opa oder was. Ne? Also egal. 760.000 ist die offizielle Zahl, Corona-Tote. Das sind 2% der Menschen, die dieses Jahr bereits gestorben sind. Ja, 2%. Insgesamt gab es also 36,5 Millionen Tote. Also selbst bei aller Hysterie und allem, ja, ne? Also immer noch im kleineren einstelligen Prozentbereich. Vergleichsweise dazu gab es, also wie gesagt, 760.000, vergleichsweise dazu, nur mal als Zahl, etwa 7 Millionen Leute, die verhungert sind. Das ist etwa das Neunfache. Ja. Menschen, die verhungert sind in der gleichen Zeit, ja, wo kein Mensch sich drum kümmert, die jetzt übrigens, wo die Rate noch steigt, wegen den drastischen Maßnahmen in den armen Ländern, wo die Leute in den Häusern verhungern, wegen irrwitzigen Lockdown und sowas, redet kein Mensch drüber, alle sind viel hysterisch auf diese eine Zahl gepolt, die wird hochgepusht noch und nöcher. Im Grunde genommen ist das alles in einer, sagen wir mal, normalen Beziehung, aber es ist eben einfach etwas, was irrwitzig hochgepusht wird. Übrigens noch eine Zahl, die dazugehört, 26,5 Millionen Abtreibungen in der Zeit, ne? Das ist schlimm. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Sehr schlimm. Und während der Zeit sind etwa 50,5 Millionen Menschen geboren. Also letztlich wächst die Weltbevölkerung immer noch kernig. Und die Zahl, die man hier eben auch draus lesen kann, ist, über jedes dritte Kind wird abgetrieben. Das ist die offizielle Zahl. Die offizielle Zahl. Was inoffiziell läuft, weiß man gar nicht. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, die Hysterie ist Hysterie. Wenn man die Zahlen nimmt, egal wo man sie sich herholt, auch vom RKI und in der richtigen Relation sieht, dann relativiert sich vieles. Richtig. Okay. Genau, also einfach mal, kam mir heute und wollte ich euch mal weitergeben. So viel zu dem Rundrum, so viel zu dem Einstieg. Ich habe heute ein Thema auf dem Herzen. Vielleicht hat der eine oder andere es schon in der Ankündigung gelesen. Thema heißt, hat man dich fallen lassen? Und das ist ein Thema, was vielleicht den einen oder anderen besonders betrifft, jetzt gerade oder schon mal in der Vergangenheit oder auch in der frühen Vergangenheit. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt in irgendwelchen Beziehungen, dass Menschen sich von euch plötzlich zurückgezogen haben. Eine Beziehung, die vielleicht ganz gut lief oder ein Zusammenarbeiten, was ganz gut lief oder überhaupt, es war eigentlich gar nichts und auf einmal kommt es wie ein Shift und du hast den Eindruck, du bist fallen gelassen worden.
da sind Wunden im Herzen. Dieses Fallenlassen ist etwas, was für uns Menschen sehr, sehr schmerzlich in den Auswirkungen ist. Und das sind oft Wunden, die gar nicht richtig verheilen. Und manchmal hängen wir lebenslang an solchen Erfahrungen. Manchmal ist es so, dass dein Vertrauen missbraucht wurde. Oder es kam zu ungerechtfertigten Angriffen, zu Zurückweisungen, Verletzungen, zu Raubzügen von deinem Eigentum. Etwas, was dir widerrechtlich weggenommen wurde. Versteckt zu leben, vergessen zu sein, ist ein schlimmes Gefühl und eine noch schlimmere Tatsache, mit der wir manchmal zu kämpfen haben. Oder Menschen, die ganz unten angekommen zu sein scheinen, keine Zukunftsperspektive mehr haben, keine Aussicht auf einen Job oder etwas, was jetzt durch diese Krise mit diesem Lockdown, mit dieser Corona-Geschichte zusammenhängt. Und es ist wie etwas, was wie eine Wand vor den Menschen steht. Manchmal sind es Dinge, wo du übergangen wurdest. Man hat dich missachtet, man hat dich gar nicht gefragt, man hat einfach dich zur Seite geschoben oder man hat dich jetzt denunziert. Man hat dich angezeigt aufgrund von wirklich nicht relevanten Dingen, die du eventuell gemacht haben solltest. Und du bist plötzlich in eine Auseinandersetzung reingezogen und du hast das Gefühl, alles steht gegen dich auf. Abgestraft, verurteilt, wegen einer anderen Meinung. Etwas, wo man dich ablehnt, weil du nicht mehr in dem großen Sandkasten mitspielen willst und dich vielleicht dazu geäußert hast und hast gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Ausgeliefert sein an Menschen, hinter denen Mächte der Bosheit stehen. Wir dürfen nie vergessen, als gläubige Kinder Gottes, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass nicht die Menschen es sind, die gegen uns stehen. Ja, sie stehen gegen uns, aber versteht ihr, in ihnen sind dämonische Machtstrukturen. In der Bibel heißt es, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das musst du immer im Hinterkopf haben, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft ist, weil das, was dir angetan wird, das wird von Menschen ausgeübt. Menschen in deinem ganz dichten Umkreis, Menschen, die im Arbeitsprozess mit dir sind, Menschen, die vielleicht deine Nachbarn sind oder irgendjemand, mit dem du eigentlich vielleicht gar nichts zu tun hast. Und was Kinder Gottes auch wissen müssen, ist, Kinder Gottes werden grundsätzlich vom Feind, vom Satan angegriffen. Er wird nie aufhören, die Kinder des Königs zu bedrängen. Er wird nie aufhören, dich zu belügen, dich zu berauben. Und letztendlich ist es tatsächlich sein Ziel, dich wegzubringen, dich umzubringen, dich aus dem Weg zu räumen. Weil der Feind weiß genau, dass Gott auf dich schaut. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du dich für ihn entschieden hast, dann ist es so, dass der Feind sich gegen dich stellen wird. Und wir dürfen das nicht vergessen. Er ist ein Lügner und ein Räuber und ein Mörder von Anfang an. So sagt es die Bibel. Und es ist so, dass er Menschen gegen dich positionieren wird, gegen dich stellen wird. Das ist, weil das seine Agenda ist. Aber was du auch wissen musst und was du auch immer im Hinterkopf behalten musst, das ist, nichts kann dir schaden. Gott ist an deiner Seite. Jesus selbst hat gesagt zu den Leuten, die ihn damals angegriffen haben bei der Verurteilung, ihr habt nichts an mir. Der Feind hat nichts an dir. Der Feind kann nicht dich
ganz und gar berauben. Er kann, Gott setzt eine Grenze. Gott ist an deiner Seite. Gott wird dich auffangen. Gott wird dich tragen. Und Gott wird dir ein Belohner sein, wenn du treu gegenüber dem Herrn bist. Menschen haben dich vielleicht fallen lassen. Gott wird das niemals tun. Wenn es da in deinem Kopf eine Denke gibt, Gott hat mich vergessen, warum hat Gott nicht eingegriffen, warum hat er das mir nicht erspart oder irgendwelche solche Dinge. Schieb das wirklich bewusst zur Seite, distanzier dich davon, weil das gehört mit zu diesem Lügengespinst des Feindes, dass er uns immer und immer wieder auf diese Dinge bringen will und das führt dazu, dass unser Glaube geschwächt wird. Wenn du in solcher Situation steckst, dann möchte ich dir heute mit einem Bericht helfen, dass du ganz neu etwas von Gott empfangen kannst, was deinen Glauben aufbaut, dass Gott ein Ermutiger ist, dass Gott aufbaut, dass Gott dir die Dinge, die der Feind dir geraubt hat, wiedererstatten wird. Er ist ein Belohner. Und du weißt, ich liebe diese Berichte, diese Geschichten, diese Stories aus dem Alten Testament und sie haben eine große prophetische Bedeutung für uns und sie haben etwas für uns, dass wir daraus lernen können, dass wir ableiten können für unser Leben. Und so will ich euch mitnehmen in 2. Samuel 4, Vers 4 und in 2. Samuel 9, 1 bis 13. 2. Samuel 9, 1 bis 13, das ist der Hauptfokus, den ich mit euch durchgehen möchte. In diesem Bericht wird uns von einem 5-jährigen Jungen berichtet. Er ist einer, der fallen gelassen wurde, wirklich und tatsächlich. Die Erfahrung dieses Fallenlassens hatte tiefe Folgen für ihn und lange Schatten des Leidens in dem Leben von diesem Menschen. Und das ist auch das, was uns die Gebetsanliegen widerspiegeln. Nächste Woche wollen wir auch wieder für die Gebetsanliegen beten. Das Körbchen, das Mosekörbchen, was einige von euch ja schon kennen, das läuft fast über, weil so viele Menschen brauchen Gebet. So viele Menschen brauchen Unterstützung. So viele Leute müssen mitgetragen werden in dem, wo vielleicht wirklich diese Situationen sind, dass sie meinen oder den Eindruck haben oder tatsächlich, dass sie es alleine nicht schaffen zu laufen. Dieser Junge, von dem ich euch berichten möchte, der heißt Mephibosheth. Mephibosheth ist eigentlich der Sohn eines Prinzen und sollte einmal König werden und dann, wenn sein Vater gestorben ist, sollte er selbst König sein über das Land. Mephibosheth ging es wirklich gut und er hatte eigentlich alles, was ein 5-jähriger Junge an einem Königshof haben kann. Aber nur eben eine kurze Zeit. Und von dieser Zeit hat er als 5-Jähriger kaum etwas mitbekommen, weil es zu einem schrecklichen Ereignis, zu einem schrecklichen Unglück in seinem Leben kam. Und dieses Unglück war der Punkt, an dem sich sein Leben radikal in eine andere Richtung entwickelte. Jonathan war sein Vater. Ihr wisst ja, Jonathan, der Freund von David, dieses große Bündnis, was uns in der Bibel beschrieben wird und wo David gesagt hat, Jonathan, ich will immer für deine Nachkommen da sein. Ich werde immer für deine Nachkommen sorgen. Jonathan war der Vater von Mephibosheth. Und König Saul war der Großvater oder der Vater von Jonathan. Aber in der Bibel, ihr wisst,
Es gab ganz viel Krieg, es gab ganz viel Auseinandersetzung, es gab ganz viel Kampf. Und hier wird uns auch wieder berichtet, wie die Philister einfallen und Saul muss sich gegen die Philister behaupten. Der kleine Mephibosheth bekommt von diesen Auseinandersetzungen gar nichts mit. Und er war so klein, dass ihm die Weltgeschichte oder diese Entscheidungen der Großen, der Weltbeherrscher gar nicht wichtig waren. Das ging einfach nur an ihm vorbei. Aber er merkte wahrscheinlich schon, dass es plötzlich zu Unruhen im Palast gekommen war und dass sein Vater und Großvater nicht da waren, dass viele im Schloss nicht da waren, dass es Getümmel gab und es war ein Tag, der sein ganzes Leben verändern sollte. König Saul und Jonathan starben beide bei diesem Kampf mit den Philistern am selben Tag. Und der Feind war stark. Und immer war es so, wenn ein Feind dominierte, wenn ein Feind siegte, dann wurde die ganze Familie des Gegners ausgerottet. Saul ist tot und seine Söhne auch. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land und sie kam auch in die Umgebung von diesem kleinen Mephibosheth. Diese Botschaft hörten alle Erwachsenen im Palast und es hörte auch das Kindermädchen von diesem kleinen Mephibosheth. Und dieses Kindermädchen war eigentlich sein Garant für eine gute Erziehung, die ihn für den Königsthron fit machen sollte. Und sie war auch der Garant für seine Sicherheit. Sie hörte die Nachricht und sie dachte nur noch an eins: abhauen, fliehen, sofort aus dem Palast raus. Sie wusste, es wird nur eine ganz kurze Zeit bleiben, bis wirklich der Feind in diesen Palast einfallen wird. Und wenn der König besiegt war, dann war Tor und Tür geöffnet für den Feind und es würde weder für sie noch für irgendjemand und schon gar nicht für diesen kleinen Mephibosheth ein Überleben geben. Und der Feind würde nicht ruhen, bis alle umgebracht waren. Das Kindermädchen nimmt also diesen kleinen Mephibosheth unter den Arm und versucht schnell mit ihm wegzulaufen. Und weil sie so nervös vielleicht war und so in Angst und in Hektik, ist es dazu gekommen, dass ihr dieser kleine Junge aus den Armen fällt. Er fällt unglücklich hin und er ist wirklich an beiden Beinen verletzt. Aber Mephibosheth, der zukünftige König, lebt. Man wusste ja nicht, wie diese Entwicklung weitergeht. Wird der Feind für immer dominieren oder wird Mephibosheth vielleicht tatsächlich aufwachsen können und wird er das Königreich wieder führen können? Aber für Mephibosheth wird es wirklich eng. Es wird sogar sehr eng. Es kommt alles anders. Das, was für ihn gedacht war, ein König zu sein, auf dem Thron zu sitzen, die ganzen Ziele, die ganzen Absichten, alles, was da geplant war, war mit diesem Hinfallen zum Ende gekommen. Erstens lebte er immer in der Angst, gefunden zu werden. Und das andere war, das war schlimmer als dieses Erwarten oder Leben unter Angst. Er konnte nie wieder laufen. Er war gelähmt an beiden Beinen. So berichtet es diese Bibelstelle. Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Enkel König Sauls, der auf dem Thron sitzt, der wirklich wichtig ist, der eine Rolle spielen sollte, einfach fallen gelassen. Das ist natürlich ein riesiges Handicap. Und vielleicht ist auch so eine ähnliche Situation natürlich jetzt hier in dem, was du gerade durchmachst, in den Empfindungen vielleicht ganz, ganz ähnlich. Aber nicht nur dieses
nicht möglich sein der Zukunft, in die er sich bewegen sollte, nicht möglich sein, dass er läuft, ist nicht das Allerschlimmste, sondern es kommt das Dritte dazu, dass er einfach vergessen wird. Wahrscheinlich kennen einige von euch dieses Gefühl, jemand hat mich vergessen. Ich spiele keine Rolle mehr. Ich werde übersehen. Es ist nichts da. Das gesellschaftliche Leben war bei Mephibosheth einfach unrelevant geworden. Es zog an ihm vorbei. Die Geschichte zog an ihm vorbei. Er spielte keine Rolle mehr. Und dieses Fallengelassen, dieses Vergessensein, da bezeichnet er sich selbst als einen toten Hund. Das war sein Selbstbild. Ich habe mich gefragt, wie schlimm, wie schmerzhaft, wie entsetzlich muss das sein, dass jemand von sich selbst sagt, ich bin ein toter Hund, also mit mir kann man nichts mehr anfangen. Eigentlich ist es Schluss. Doch irgendwann wendet sich das Blatt. Also wisst ihr, das finde ich immer das Geniale in der Bibel, dass es in so vielen Situationen schenkt Gott eine Wende. In so vielen Situationen schenkt der Herr, dass auf einmal das Blatt sich wendet. Ein neues Kapitel wird einfach aufgeschlagen. Und das, was vorher war, ist Vergangenheit. Und das ist mein Gebet für dich, wenn du in so einer Situation steckst. Das ist genau das, dass ich sage, Herr, wende das Blatt. Wende diese Story. Mach eine neue Story aus dem, was Menschen jetzt gerade durchmachen. Das Blatt wendet sich für Mephibosheth, als David König wird. Und eines Tages forscht David, ob jemand von der Familie Jonathans vielleicht noch am Leben ist. Das an sich war schon ungewöhnlich, weil er muss ja gewusst haben, dass Jonathan umgekommen ist. Er wusste, dass es dann für den Feind Tor und Tür offen gibt und dass jetzt jemand gesucht würde aus Jonathans Familie. Das war für David auch ungewöhnlich. Und er sagt in 1. Samuel 20, das ist 1. Samuel 20, da wird der Bund, den er mit Jonathan geschlossen hatte, beschrieben, dass er immer sorgen wird für die Nachkommen von Jonathan. Und hier bei diesem Suchen nach der Nachkommenschaft, da sagt David, an dem ich die Güte Gottes erweisen könnte um Jonathans Willen. Er wollte wirklich sein Wort halten und mehr noch, als er versprochen hatte. Er wollte wirklich diesen Bund, den er geschlossen hatte, noch mehr erweitern, über das hinaus, was er eigentlich versprochen hatte. Und in 2. Samuel 9, Vers 6, da lesen wir, als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. Und David sprach zu ihm, Mephibosheth. Er aber sprach, hier bin ich, dein Knecht. Mephibosheth hatte verstanden, er kann hier nicht als der King auftreten, sondern David war der König und er wusste, in welcher Position er ist. Und trotzdem, Mephibosheth war gefunden. Gefunden von einem, der das Sagen hatte, der jetzt König war. Und noch mehr, als dass David ihn gefunden hatte und gesagt hat, na gut, also ich guck mal, was ich mit dir machen kann. Und ich habe es ja schließlich deinem Vater versprochen oder irgendwie sowas, sondern da gibt es ganz was Besonderes. Er sagt, unter der Obhut Zippas, des Knechtes von David, wurde alles, was Sauls Besitztum war, Mephibosheth gegeben. Verstehst du? Alles, was Mephibosheth bis dahin nicht hatte, der ganze Reichtum Sauls, wurde ihm jetzt gegeben, wurde ihm zur Verfügung gestellt. Und es gab noch einen, der das für ihn verwaltete. Und diese Wiedererstattung, das ist etwas, was Gott heute noch in deinem und meinem Leben tun will und tun wird. Er wird wiedererstatten, was der Feind geraubt hat.
Und auch damit noch nicht genug. Erstens war er gefunden worden, zweitens hatte David sich über ihn erbarmt, drittens kriegt er alles an Reichtümern wiedererstattet, was im Familienbesitz ist. Und jetzt kommt dann noch das Besondere, von jetzt an sollte Mephibosheth jeden Tag beständig an Davids Tisch sein. Das heißt, eine ständige Versorgung, eine ständige Nähe zum König haben. Ein Emporheben in einer ganz neuen Autorität, Identität, in etwas ganz Neues. Und das ist unser Gebet für euch, dass ihr in dieser Identität Christus lebt, dass ihr wirklich wisst, Christus lebt in mir. Ich bin anerkannt bei ihm. Ich bin gefunden bei ihm. Ich bin an seinem Tisch und er wird den Feind in seine Schranken weisen. Mir wird das, was ich verloren habe, was der Feind mir geraubt hat, es wird mir wiedererstattet. Mephibosheth wird in allen Bereichen seines Lebens erhoben vom König. Er sitzt an seinem Tisch. Später kommt es nochmal zu einer unschönen Auseinandersetzung zwischen David und ihm. Aber jetzt, heute ist mein Fokus hier auf diesem Erheben, auf dieser Wiedererstattung, auf diesem Du darfst am Tisch des Königs Platz nehmen. Biblische Berichte, ich habe es schon mal gesagt, sind nicht dazu da, dass wir sie lesen wie ein Geschichtsbuch und sagen, es ist ja eine nette Geschichte, eine nette Story, sondern sie haben immer einen Charakter, sie haben immer etwas, was sie uns mitteilen, was in unser Leben sprechen soll, was uns Hoffnung geben soll, wo wir wissen, wir sind Kinder des neuen Bundes, wir sind Menschen des neuen Bundes und wir haben das, dass Jesus an unserer Seite ist, dass der Heilige Geist in uns lebt, lebendig ist, wirksam ist, dass er uns leitet, dass er uns tröstet, dass er ein Wiederhersteller aller Dinge ist. Wenn du von Menschen gefallen gelassen wurdest und dich selbst siehst als jemand, der nicht mehr aufstehen und nicht mehr laufen kann, dann möchte ich dir heute genau diese Geschichte, genau diese Aussicht geben, dass der Herr dein Leben wiederherstellen kann und wird und will. Du wirst wieder eingesetzt werden und das, was verloren war, wird dir zurückerstattet werden. Und wenn du in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn bleibst, wenn du an diesem Tisch mit ihm Platz nimmst, wenn du wirklich dich in diese Gemeinschaft mit ihm hineingibst, dann wird er dir voll einschenken. Dann wird er dir im Angesicht deiner Feinde den Tisch bereiten. Wir hatten neulich mal eine Predigt von Martin gehört, wo es um diesen gedeckten Tisch geht, um diesen Psalm 23. Lies den in dem, wo du sagst, ich muss unbedingt wieder neu in diese Gemeinschaft, ich muss wieder mich hineinbewegen in dieses Face to Face, von Angesicht zu Angesicht, in dieses Herr, schenk mir voll ein. Ich brauche das Öl des Heiligen Geistes. Ich brauche dein lebendiges Wasser, dass ich erfrischt werde. Ich brauche dieses Hochheben. Ich brauche das, dass du wieder die erste Liebe in meinem Leben sein wirst. Sein Tisch ist im Angesicht der Feinde gedeckt. Auch bei Mephibosheth war es so, es war im Natürlichen gesehen, war es echt kritisch. Aber der König erhebt ihn. Der Herr wird dein Haupt mit Öl salben. Er wird dieses Öl des Heiligen Geistes zur Verfügung stellen. Und Erneuerung kommt in dein Leben. Und dein Becher wird überfließen. Schau, die Bibel spricht immer vom Überfluss. Wir bei Gottes Haus sagen immer, Gott hat mehr für dich. Es ist nicht Ende Gelände. Alles das, was du denkst, oh, ich bin ja auch nur ein toter Hund. Nein, mach heute einen Cut und sage, ich werde mich wieder neu in diese Gemeinschaft hineinbewegen, in die Gemeinschaft an den Tisch des Herrn setzen. Und du wirst einen Platz im Haus des Herrn einnehmen.
Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Das ist die Zuversicht, das ist die Gnade, das ist die Güte, das ist das, wo wir sagen, nimm aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Der Herr schenkt es dir, er hält nichts zurück und du wirst am Tisch des Königs Platz nehmen. Ist das eine geniale Zuversicht? Das ist etwas, was mich total gesegnet hat in dieser Geschichte. Mephibosheth sitzt lebenslang am Tisch des Königs. Unser Platz, dein Platz, mein Platz, wenn dein Leben Jesus gehört, dann ist genau dein Platz in der Gemeinschaft mit ihm, gegenüber von ihm, neben dir, wie auch immer du dir das vorstellst. Du bist in der Gemeinschaft mit ihm. Der Becher wird dir aufgefüllt, überfließend, mehr als du erwartest. Und wir beten, dass du ein Zeugnis haben wirst aus der Situation, die für dich wie schier endlos scheinend ist, aber wo du sagst, ich werde ein Zeugnis haben. Da, wo ich fallen gelassen wurde, wird der Herr mich aufrichten. Da, wo ich keine Aussicht mehr habe, werde ich ein Zeugnis der Kraft haben, ein Zeugnis des Sieges haben. Ich werde es sehen, dass der Herr mir alles wiedererstattet. Und wenn es um Rechtsauseinandersetzungen geht, der Herr wird mich erheben. Die heute über dich herrschen, die dich niedertreten wollen, sie werden morgen die sein, die nicht mehr da sind und du wirst erhoben werden. Ich glaube zutiefst, dass das für viele von uns eine Botschaft der Hoffnung und der Zuversicht ist. Und wir wollen jetzt für dich beten, dass du ganz neu in diese Güte, in diese Versorgung Gottes und in dieses kraftvolle Zeugnis reinkommst. Sehr erfrischend. Sehr erfrischend. Ja. Vater im Himmel, wir wollen dir alle die anbefehlen, die jetzt in dieser Situation sich befinden, dass sie sich von Freunden und Nichtfreunden, von Bekannten oder Nachbarn, von Gemeinde oder wie auch immer Familie. Menschen gegen sie aufgestanden sind, die sich als fallen gelassen empfinden und die sagen, da ist nichts mehr zu machen und in meinem Leben ist nichts mehr zu machen. Ich bin wie ein toter Hund. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Alle diese Dinge. Herr, wir sprechen aus. Heute ist ein Shift. Heute kommt eine Wende. Veränderung. Heute wird etwas in dein Leben hineingebracht, durch den Heiligen Geist, dass du aufstehen kannst, dass du dich erhebst wirklich mit Flügeln wie Adler, dass du über die Dinge erhoben wirst, dass dir Zurückerstattung zukommt und dass du wirklich ein starkes Zeugnis der Gnade und Kraft Gottes haben wirst. In Jesu Namen. Wir sprechen aus, tatsächlich, schon jetzt, Erfrischung in dieser Notsituation, Erfrischung in diesen Schmerzen, eine Berührung Gottes, wenn du den Eindruck hast, du liegst am Boden, du kannst dich wieder aufstehen, es ist alles so schwierig, man hat dich tatsächlich fallen gelassen. Vielleicht ist da jemand, der geschieden ist. Ja, und du hast den Eindruck, dein Ehepartner hat dich einfach fallen lassen, weggeworfen. Wir sprechen aus, dass da Heilung hineinkommt und dass du siehst, dass der Herr der Herren, der König, dich im Blick hat und dass er dich nimmt und erhebt und an deinen Tisch holt. Ja, wir sprechen aus, dass da, wo Menschen einfach dieses Verlustgefühl haben, dieses Minderwertigkeitsgefühl haben, dass sie verstehen im Namen Jesus Christus, da ist Gott, da ist der Herr, der liebt sie und er nimmt sie zu sich und zieht sie zu sich und er will Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich spreche dir das zu im Namen Jesus. Ich spreche dir in dem Sinne Erfrischung. Und zur Stärkung, Segen. Ja? Und wenn das nicht für dich gilt, sondern vielleicht für irgendjemanden, den du kennst, dann nimm es im Glauben einfach für diese Person an, dass da wirklich Veränderung hineinkommt. Oder für deine Kinder. Ja, wir brauchen diese Veränderung des Herrn. Wir brauchen, dass er uns erhebt. Weißt du, die Welt versucht uns fertig zu machen, auf den Boden zu dreschen, runterzudrücken, fallen zu lassen, insbesondere als Kinder Gottes. Aber der Herr ist es, der unser Haupt erhebt, der uns in Position bringt. Amen. 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 Sehr gut. Amen. Ich bin gespannt auf Zeugnisse. Ich liebe Zeugnisse. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du hast. Ja, das knüpft daran an. Oh, cool. Ich habe mir heute ein ganz dezentes Thema ausgesucht. Vielleicht hast du schon gelesen. Das ist das mit die biblische Endzeitlehre und die große Verschwörung. Ja, ich habe mich mal ein bisschen mit dem Thema Verschwörungstheorie beschäftigt. Und
Hab natürlich im Internet geschaut, wo gibt's denn da was zu finden, so mal ganz allgemein, so theoretisch, was ist denn das überhaupt? Und da bin ich natürlich fündig geworden und habe hier einen Artikel gefunden, der das ausführlich belegt, ohne allerdings, dass der ganz neutral ist. Ne? Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Okay, also da wären wir schon selber drauf gekommen. Ne? Gemeint ist ein zielgerichtetes, konspiratives Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Also auf Deutsch gesagt, eine kleine Gruppe verschwört sich und versucht, irgendwas Größeres da zu manipulieren. Dann geht der Artikel weiter und sagt, es gab schon Verschwörungshypothesen, so hat man das dann genannt, die haben sich als wahr erwiesen. Beispielsweise bei der Watergate-Affäre, bei der Iran-Contra-Affäre, ne, die wurden also schließlich bestätigt. Das Auftreten des Internets hat die Verbreitung von Verschwörungstheorien sehr begünstigt. In diesem Kontext verbreiten sich Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Also Fehlinformationen, wird ja schon mal gedacht, ne? Zu aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen, wie etwa dem Klimawandel und Impfungen. Schnell und unkontrolliert. Also die aktuell anstehenden Impfungen als naturwissenschaftliches Forschungsergebnis zu bezeichnen, was sauber abgewickelt ist, das ist nicht korrekt. Ja, wir wissen, das ist alles in Blitzaktion mit mehr als fragwürdigen Methoden entwickelt. Und wir wissen noch nicht mal, was ist das überhaupt für ein Zeug? Ich habe jetzt gelesen, das ist gar kein normaler Impfstoff. Weißt du, ein Impfstoff war früher etwas, du hast einen Erreger, der irgendwie abgeschwächt war, dem hat man den Menschen eben eingeimpft und dann konnte der da Antikörper bilden. Was dieses Zeug ist, habe ich gelesen, ich kann das nicht verifizieren, ist nicht mein Fachgebiet. Da war es, das ist ein Zeug, was direkt in die DNA geht, was also die menschliche DNA verändert, um eben Schutz vor was auch immer zu gewährleisten. Okay, das ist nicht naturwissenschaftliches, forschungsmäßig sauber abgewickelt. Aber egal, wir sind ja hier bei diesem Artikel. Jetzt wird's schön. Psychologisch lassen sich Verschwörungstheorien als Paranoia deuten. Wenngleich die Mehrzahl der Forscher den Anhängern von Verschwörungstheorien keine psychischen Störungen unterstellt. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ne? Dann geht es hier weiter und ja, sehr schön formuliert. Häufiger sind Deutungen als Projektionen. Verschwörungstheorien dienen dem überlastenden Menschen in überfordernden Situationen zur Komplexitätsreduktion und zur Aufrechterhaltung des Glaubens an die Durchschaubarkeit der Realität und die Selbstwirksamkeit des Objekts. Alles klar, ne? Ja. Dann gibt es hier zwei Damen, die haben gesagt, es ist das Resultat einer subjektiven Interpretation selektiver Wahrnehmung. Finde ich auch cool. Resultat einer subjektiven Interpretation selektiver Wahrnehmung, weißt du, was das ist? So wie Menschen ihre Umwelt beurteilen. Jeder Mensch hat eine subjektive Interpretation seiner Wahrnehmung und die ist immer selektiv. Gilt für jeden Menschen auf dem Globus. Ja, auch eben für Verschwörungstheoretiker. Gut, im Englischen spricht man von Conspiracy und das ist ein Straftatbestand, weil das ist eigentlich kriminell. Ne? Dann geht es hier weiter. Verschwörungstheorien gehen oft mit einer dualistischen Weltsicht einher. Sie laden dazu ein, die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Amen dazu. Diesen Artikel hatte ich also, wie gesagt, hier gelesen, dachte, sehr interessant. Viele Fremdworte, die meisten habe ich schon weggelassen. Aber auch coole Aussagen. Gut und Böse. Dualistische Weltsicht. Ich will dir was sagen, ich habe eine ausgeprägt dualistische Weltsicht und eine ausgeprägt dualistische Sicht meines Glaubensverständnisses. Wir werden darüber noch sprechen. Überleg mal, hätte die Situation, in der wir uns heute befinden, so du und ich und die Leute um uns herum, ganz Deutschland, die ganze Welt, hätte das noch vor einem halben Jahr irgendjemand so beschildert, wie das heutzutage ist? Ja, einfach so geschildert, weißt du was? Der wäre als der größte Verschwörungstheoretiker, als Idiot, wäre der verlacht und beschimpft worden, den hätte man sonst wie ausgegrenzt.
Und genauso sind die Leute, die heute sagen, was in Zukunft auf uns zukommt, werden auch verlacht und ausgegrenzt. Es ist schon etwas schwierig. Manches, was die Verschwörungstheoretiker sagen, ist nichts anderes als das, was blanke Realität wird. Natürlich gibt es ein unvorstellbar riesiges Feld von Hunderten von Verschwörungstheorien und vieles ist wirklich schräg. Wirklich, wirklich schräg. Wobei, ich kenne mindestens zwei Leute, ernstzunehmende, gestandene Männer, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Kein Witz. Die haben sich damit beschäftigt. Es gibt eine Gesellschaft, die sagt, die Erde kann keine Kugel sein, auch wissenschaftlich untersucht. Und die sind da der Überzeugung gekommen, die Erde ist eine Scheibe. Dazu gehöre ich nicht wirklich. Ich sehe da auch keinen Vorteil drin oder keinen Nachteil drin. Also ich bin mit der blauen Kugel eigentlich ganz happy. Aber das sind gestandene Männer, die stehen in ihrem Leben, im Beruf. Ja, das sind keine Spinner. Das ist schon interessant. Ne? Also das wäre so eine Theorie, wo ich sage, also wäre jetzt nicht so meine Richtung. Gut, was aber meine Richtung ist und was hoffentlich auch deine Richtung ist, ist natürlich das Wort Gottes. Das, was die Bibel sagt, was da die Basis ist. Ne? Als Christen glauben wir an die Wahrheit der Bibel und was der Herr uns durch sie, nämlich durch sein Wort, offenbart. Und da ist der interessante Punkt, dass sich sehr, sehr viele bibelgläubige Christen überhaupt nicht bewusst sind, dass ihr Glaube, basierend auf der biblischen Endzeitlehre, für den normalen Menschen da draußen mehr als sonderbar ist. Hoch sonderbar. Ja? Das ist nämlich eigentlich die größte Verschwörung, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Die biblische Endzeitlehre spricht von einer Verschwörung. Ne? Und für den normalen Menschen klingt das hochbefremdlich. Ich habe einen Clip gesehen, wo irgendjemand sich gegen Corona ausgesprochen hat und hat gesagt, und dann hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, jetzt kommt das antichristliche Reich. Und das hat er so richtig dann ausgemalt, nur nach dem Motto, was es für psychisch durchgeknallte Leute gibt. Aber du und ich, also ich schon, hoffentlich auch du, wir glauben an die Wahrheit der Bibel und wir glauben an die biblische Endzeitlehre und das, was da ist. Und ich sage dir eins, die Bibel ist dualistisch. Gott und der Feind, Gut und Böse, Licht und Finsternis, ja? Leben und Tod, Errettung und Verdammnis. Es gibt nur diese beiden Sachen, schwarz und weiß. Die Bibel ist da knüppelhart. Ja? Und es ist wichtig, dass wir ein Verständnis dafür haben, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt hineingehen. Weißt du, was ist denn eigentlich so der Konsens der bibelgläubigen Christen, wo sie übereinstimmen? Es gibt ja Sachen, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten über Entrückung oder sowas oder Trübsalzeiten und sonst was. Aber was eigentlich alle bibelgläubigen Christen gemeinsam haben, ist, dass sie sagen, es wird am Ende der Zeit ein umfassendes, wiedergöttliches System auf der Erde geben. Und dieses umfassende, wiedergöttliche System wird sehr große Macht haben. Und zwar so große Macht, dass sie alle Menschen, alle Stämme, Völker, Sprachen, Nationen kontrollieren. Sie wird so eine Macht haben, dass sie die komplette Autorität über die Weltwirtschaft besitzt. Kaufen und verkaufen, das ist das Ding auch mit dem Mahlzeichen, wenn du nicht kaufen und verkaufen kannst. Ne? Die komplette Autorität über die Finanzwelt besitzt. Die eine Welteinheitsregierung mit einem mächtigen Weltbeherrscher vorhersagt. Der Antichrist, wobei der Begriff Antichrist eigentlich nicht gegen Christ bedeutet, gegen Christus, so eine Antiposition, sondern eigentlich von dem, wie es im Griechischen da verstanden ist, ein Anstattchrist, also ein jemand, der sich statt Christus da in die Position bringt und statt Christus auch anbeten lässt. Dieser Weltherrscher, ein gewaltiger Weltherrscher, der allerdings brillant sein wird, der also wirklich auch die Leute werden ihn anbeten, weil es wird eine Persönlichkeit sein, die eine große Ausstrahlung hat oder sowas. Ne? Die spricht von einer Welteinheitsreligion, nämlich diese Anbetung dieses Antichristen. Und sie spricht von dieser Verführung. Ja, es werden sogar übernatürliche Krafterweise da sein und so weiter. Und gezielter Versuch, das Volk Gottes zu vernichten. So, das ist das, was im Grunde genommen die meisten bibelgläubigen Christen als Endzeitlehre glauben. So, das ist das, wo sie denken, da gehen wir hin, das kommt auf uns zu, das sagt die Bibel. Und da bin ich 100% von überzeugt. Einige ganz wenige Bibelstellen dazu, nur ganz, ganz wenige, um das nochmal zu beleuchten.
Da gibt es zum einen ein Tier, was aus dem Meer kommt, ja, der Antichrist selbst. In Offenbarung 13 finden wir das. Da heißt es, und er öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Autsch. Und es wurde ihm Macht gegeben, Achtung, über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Offenbarung 13, Abvers 6. So, das ist die Macht, die er hat. Das ist das, was Christen glauben, was auf uns zukommt. Dann taucht da ein zweites Tier auf in Offenbarung 13. Das kommt aus der Erde irgendwie, ja, allgemein als der falsche Prophet bekannt. Und dann heißt es, dass dieses Tier, es veranlasste die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Aha, das heißt übernatürliche, sagen wir mal geistliche Power, ja, wirkliche Krafttaten im Sinne von Verführung. Und dann geht es weiter, ab Vers 16, Offenbarung 13, ab Vers 16. Und es bringt alle Menschen. Das ist sehr wichtig, dass wir uns bewusst machen, was das heißt. Alle Menschen auf dem Globus, ne? Alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Gut, da gibt es natürlich jetzt hunderte von Interpretationen und was das sein könnte und was das nicht sein könnte und wie das aussieht und so weiter, ist überhaupt nicht mein Thema. Mir geht es darum, dass wir glauben, dass sich in der Zukunft am Ende der Tage irgendwie so etwas ergeben wird. Ja? Und ich habe festgestellt, dass den meisten Christen überhaupt nicht bewusst ist, wie sehr das in den Ohren von normalen Menschen, die jetzt keine Christen sind, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, das nach Verschwörungstheorie par excellence klingt. Das ist sozusagen die Mutter aller Verschwörungstheorien. Das ist etwas, wo Christen sagen, es wird ein wiedergöttliches System geben. Ja, und weißt du, was der entscheidende Unterschied ist? Der ganz, ganz entscheidende Unterschied? Dieses Ding ist keine Theorie. Es ist die Wahrheit. Es ist die absolute Wahrheit. Und wir bewegen uns da hinein. Und die eigentliche Frage ist, wie weit sind wir schon auf dem Weg? Denn ich persönlich glaube, dass es natürlich etwas ist, was über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende vorbereitet wird. Dieses antichristliche Reich, dieses feindliche Reich, wo der Feind tatsächlich seine Macht über den ganzen Globus ausdehnen kann. Aber dazu kommen wir später. Ich möchte mit dir mal darüber sprechen, was ist denn so für Bibelgläubige, sagen wir mal, fundamentalistische Christen so eigentlich so ihr Weltbild gemäß der Bibel. Was glauben wir denn eigentlich? Fangen wir mal bei Adam und Eva an. Zunächst mal gehen wir davon aus, es gab einen Sündenfall. Im Garten Eden vertraute Gott den Menschen, die er geschaffen hatte, als Gegenüber, als Ebenbild, die Position der Autorität und Herrschaft über die Schöpfung an. Gott hat das geschaffen und hat den Menschen als Verwalter eingesetzt. Er hatte die Position der Herrschaft darüber. Mit dem Sündenfall verlor Adam aufgrund der Verführung durch die Schlange und dem damit einhergehenden Ungehorsam gegenüber dem Herrn diese Position vor dem Herrn, diese uneingeschränkte Herrschaftsposition vor Gott, in der unmittelbaren Beziehung zu Gott, ja? Nur direkt unter Gott stehend. So, Satan gelang es also in der Gestalt dieser Schlange, seine eigene kranke Rebellion, er will sein wie Gott, genau in den Menschen, dem das anzubieten.
und der Mensch greift zu. Ja? Er sagt dem Menschen, du wirst sein wie Gott. Und der Mensch greift genau das zu, ging darauf ein. Und durch diese Täuschung hat sich der Mensch von Gott abgewandt und den Lügen der Schlange zugewandt. Und das ist die Situation bis zum heutigen Tag. Menschen wenden sich von Gott ab und glauben den Lügen der Schlange. Nicht wahr? So hat der Mensch also die Herrschaft verspielt, die Gott ihm eigentlich anvertraut hat. Und Satan gewann jetzt Macht über den Menschen und fing an, ihn zu manipulieren. Und so wurde der Mensch im Laufe der Zeit zunehmend zu einem Spielball von widergöttlichen Kräften, die ihn beeinflusst haben, verführt haben, verblendet haben, gesteuert haben und ihn immer mehr davon weggebracht haben, das Ebenbild des Schöpfers zu sein. Das siehst du ganz deutlich in den ersten 11 Kapiteln der Bibel. Da geht es ja wie im Schnelldurchlauf durch die Jahrtausende und du siehst, ich sag mal, den Verfall der Menschheit. Den richtigen Verfall der Menschheit bis dahin, dass es zu einem Restart kommen musste mit der Sintflut, wo mit 8 Personen es einen Neustart gab. Ich persönlich glaube, dass der Feind durch den Sündenfall nicht irgendwie derjenige geworden ist, der jetzt die Herrschaft über die ganze Schöpfung hat. Nein, die hat Gott dem Menschen gegeben und wir lesen nicht, dass Gott die dem Menschen irgendwie weggenommen hat. Ne? Aber es ist eben so, dass der Mensch jetzt unter der Autorität von Satan ist und Satan ihn steuert und manipuliert. Ja? Der Feind hat Möglichkeit, Einfluss auf den Menschen zu nehmen, ihm negative und zerstörerische Gedanken anzubieten und ihn immer mehr zu steuern. Und so regiert Satan auf dieser Erde durch Menschen. Ja? Menschen, die Böses tun. Menschen, die aus welchen Beweggründen auch immer sich von ihm lenken und leiten lassen. Die ihm, ich sag mal so, ihr Leben gegeben haben, um irgendwelche Benefits zu bekommen. Ne? Menschen, die er verblenden konnte. So, der Mensch in seiner Rebellion gegen Gott, ne, hat sich dem Rebellen Satan unterstellt. Und so lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 4, von den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, eigentlich der Gott dieses Zeitalters, so heißt es wörtlich, den Sinn verblendet hat. Der Gott dieser Welt. Er ist der Gott dieser Welt. Er ist derjenige, der eben da diese, durch die Manipulation eben diese Autoritätsposition hat. So, der Feind aber wiederum agiert mit Lüge. Das ist seine Methode, das ist seine Waffe. Ne? Das ist das, worauf letztlich seine Macht basiert. Und Lüge ist etwas, was dir heute in vielen gesellschaftlichen Bereichen überall offeriert wird. Du findest überall Lüge. In den Berichterstattungen, du weißt überhaupt nicht mehr, auf was kann ich mich verlassen. Was ist denn die Wahrheit? Du weißt es auf der einen Seite nicht, du weißt es auf der anderen Seite nicht. Wir haben überhaupt keinen Durchblick mehr, wo sind wirkliche vertrauenswürdige Berichte, die eben nicht gelogen sind, Zahlen, die nicht gelogen sind, die nicht manipuliert sind. Das ist das Problem. Die Welt befindet sich in einem richtigen Lügengespinst eingebettet. So, Satan hat also den Menschen angeboten, du wirst sein wie Gott. Ist es dazu gekommen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, der Mensch hat die Herrlichkeit, die er in der Gegenwart Gottes als sein Ebenbild hatte, komplett verspielt. Ja? Er hat sie verloren. Er ist gefallen. Er hat das Leben verloren und den Tod bekommen. Das war das, was der Feind durch seine Lügen dem Menschen aufgehalst hat. Und so lesen wir in Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Jeder Mensch wird in Sünde geboren, ist von vornherein von Gott getrennt. Er ist im Herrschaftsbereich Satans, obwohl er eigentlich die Autorität und die Position hat, diese Erde zu regieren. Was ich damit sagen will ist, es gibt nur zwei Systeme, wirklich dual. Es gibt nur das Reich der Welt und es gibt das Reich der Finsternis. Punkt. Das Reich der Welt wird in der Bibel als vom Feind gesteuerter Herrschaftsbereich seiner Macht beschrieben. Er wird beschrieben als der Fürst, als der Herr, als der Gott der Welt. Vor einigen Wochen habe ich über Satan gesprochen, um das vorzubereiten. Ja? Er will die Weltherrschaft haben. Er will alles Leben auf dem Planeten steuern und unterjochen, kontrollieren. Und warum? Weil er die Anbetung will. Er will sein wie Gott. Er will die Anbetung. Letztlich ist der ganze Kampf, um den es geht, die Anbetung. Der Feind will die Anbetung. Und er hasst es, wenn Menschen irgendetwas anderes anbeten als ihn, insbesondere Christen.
wenn sie den Herrn der Herren, Jesus Christus, anbeten. Jeschua HaMashiach. Und erinnere dich mal an die Situation mit der Versuchung Jesu in der Wüste. Jesu war in der Wüste und der Feind kam, um ihn zu versuchen. Und da war Folgendes, Matthäus 4, ab Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten wirst. Da sprach Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Was ist das hier? Jesus widerspricht dem Feind nicht, als der ihm alle Reiche der Welt anbietet. Denn er hat real die Herrschaft darüber. Er ist derjenige, der der Herr dieser Welt ist. So sagt es die Bibel. Das heißt, der Teufel konnte Jesus das anbieten. Das war in Ordnung. Und der Preis, den er dafür haben wollte, war, bete mich an. Es geht um die Anbetung. Nun, wenn der Feind die Anbetung Jesu bekommen hätte, hätte Jesus als Mensch und Gott sich unter diese Autorität des Feindes gestellt. Und damit wäre die Dreieinigkeit zerbrochen. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Es war ein perfider Plan des Feindes. Aber was hier für uns interessant ist, dem Feind wäre doch das locker der Preis wert gewesen, diese Welt, alle Reiche der Welt. Die hätte er gerne dafür dran gegeben, dass Jesus ihn angebetet hätten. Locker. Ja? Er ist derjenige, der diese Autorität hat. Ja? Weil er durch seine Beeinflussung und Manipulation Macht über die Menschen der Welt und über das gesamte Reich der Welt gewonnen hat. Übrigens ist dieser Punkt mit dieser Anbetung, auf die er so fokussiert ist, genau das, was auch zu dieser Welteinheitsreligion führen wird. Welteinheitsreligion. Übrigens ist die UNO da sehr hinterher, hier eine Welteinheitsreligion. Und einer der Aspekte ist, dass man sich darauf geeinigt hat, okay, was ist denn so religionsmäßig so der kleinste gemeinsame Nenner? Und man ist drauf gekommen, die Anbetung der Mutter Erde. Gaia, ne? Die Anbetung der Mutter Erde. Das ist, wenn du irgendwie sowas hörst, dann weißt du, da geht es in die Welteinheitsreligion. Und da gab es auch schon vor vielen Jahren Treffen international mit großen religiösen Verbänden und aus verschiedensten Religionen. Und nur zwei Gruppierungen weltweit sind nicht gekommen. Das waren die Juden und die gläubigen Christen. Und damit hast du genau den Cut, wie sich das in der Endzeit abspielen wird. Damit hast du die beiden Systeme schon erkannt. Jetzt gab es natürlich in der Geschichte, wenn man so zurückschaut, immer wieder irgendwelche Herrscher, die haben einen sehr riesigen Herrschaftsbereich tatsächlich bekommen. Weltreiche. Ne? Also natürlich Nebukadnezar, Alexander oder Augustus, Cäsar Augustus, ja. Oder auch beispielsweise Karl der V. Das war ein Kaiser, ein Habsburger, der hatte durch diese Besitztümer in Spanien und so weiter riesige Ländereien. Und man sagte, in seinem Reich geht die Sonne nie unter. Einfach weil die auf dem ganzen Globus verteilt waren. Immer irgendwo schien immer die Sonne. Ne? Es gab dazu natürlich auch dämonisierte, wirkliche, brutale Gewaltherrscher, die ein riesiges Imperium aufgerichtet haben. Wie beispielsweise Napoleon oder Hitler. Ne? Aber immer in der Geschichte, immer war es logistisch, überwachungstechnisch, organisatorisch niemals denkbar, zu keinem einzigen Zeitpunkt, dass es eine wirkliche, ganz reale Weltherrschaft von irgendeiner Person hätte geben können. Das wäre überhaupt nicht umsetzbar gewesen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Das hat sich geändert. Das hat sich heute durch die technischen Möglichkeiten komplett geändert. Weltkontrolle über alle Menschen, über 7,8 Milliarden Menschen, ist denkbar. Ja? Eine Unterjochung und Steuerung aller Menschen, die es gibt, ist heute durch die technischen Möglichkeiten denkbar und noch nicht mal so ein Riesending. Und das ist etwas, wo es dann wirklich unangenehm wird. Ja? Weil das, was früher nur eine Utopie war, ist heute umsetzbar. Und deshalb gibt es viele Bibellehrer, die sagen, Achtung, wir bewegen uns auf das Ende der Zeit zu, weil jetzt Dinge möglich sind, die früher nicht möglich waren. Und weil Entwicklungen in Gang gesetzt sind, die genau in diese Richtung deuten.
Über die Jahrtausende gab es immer Menschen, die, wie soll ich mal sagen, haben einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Ja? Die haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer gesagt, okay, ich möchte einen exzessiven Lebensstil haben oder Reichtum oder einfach Macht, ja, Autorität, Geld, Ansehen, was auch immer. Und sie haben sich wissentlich, manchmal auch unwissentlich, dem Feind einfach verschrieben. Sie haben gesagt, okay, ich gebe dir mein Leben und dafür gibst du mir das und das, weil sie das einfach auf dem Herzen hatten. Sie hatten so einen Mangel. Der hat ihnen das so eingeredet, dass sie bereit waren, alles dafür hinzugeben. Und das Blöde bei der Geschichte ist, dass es da ein Urbeispiel gibt. Und das ist der Faust. Nun, die meisten Christen können damit wenig anfangen. Ich habe das damals in der Schule sehr intensiv behandelt, sehr intensiv, habe darüber sogar Abitur gemacht. Der Faust von Goethe, das war jemand, ein Gelehrter, der in dem Fall aufgrund von, ich sag mal, Langeweile, seine Seele dem Teufel vermacht hat. Und das ist das Urbeispiel in der Literatur für Deutsch. Das wurde in der ganzen Welt als das größte klassische Werk deutscher Literatur verstanden. Jemand vermacht seine Seele dem Teufel, geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Das ist der Kern deutscher Literatur von Goethe. Das muss man sich bitte bewusst machen. Ja? Es ist wahrscheinlich gar nicht so selten, dass irgendwelche Menschen mit dem Teufel einen Pakt machen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Es gab schon vor vielen, vielen, vielen Jahren in Deutschland mehr offiziell registrierte Hexen und irgendwelche Okkultisten und sowas, als alle Pastoren, Priester, Pfarrer und sonst was zusammengenommen. Ja? Es ist nicht so selten, wie wir denken. Je mehr ein Mensch sich jetzt diesem negativen Einfluss öffnet vom Feind, desto stärker wird er natürlich von dessen Absichten gesteuert. Das geht bis hin zur kompletten Besessenheit. Wenn der Mensch nur noch eine Marionette in der Hand des Feindes ist, der ihn dann wirklich einfach komplett steuern kann. Und nach meiner persönlichen Meinung, und das ist nur meine Meinung, ja, nach meiner Meinung betrifft das insbesondere die Menschen, die in der Welt in große Positionen gekommen sind, die einflussreich sind, die bedeutungsvoll sind. Stars, ja, irgendwelche Superprominente, das sind häufig genau die Leute, die der Feind genau gebrauchen kann. Deshalb sind sie nämlich in diese Position gekommen. Seit dem Sündenfall gelingt es dem Feind immer und immer wieder, Menschen als seine Handlanger zu missbrauchen und in Position zu schieben. Von daher gehe ich persönlich davon aus, dass viele, nicht alle, ja, wirklich nicht alle, aber viele der Mächtigen, der Prominenten, der Weltbewegenden, der Leute, die was wirklich tun können, ja, die Mächtigen dieser Welt, eben tatsächlich vom System dieser Welt sind und letztlich vom Feind. Sie sind von ihm zu gebrauchen, weil sie das falsche System verkörpern und er bringt sie in Position, weil er seine Ziele damit umsetzen kann. So sehe ich das. Dabei ist es eigentlich egal, welche politischen Agenda nach vorne steht, sondern eigentlich geht es darum, dass die Agenda des Feindes umgesetzt wird, wie auch immer die aussehen mag. Und solange das eben möglich ist, gebraucht der Feind diese Menschen. Das klassische Beispiel dafür ist Hitler. Wenn du dich mit Hitler beschäftigst, der wirklich besessen war, es gibt da sehr interessante Berichte darüber, dann siehst du das. Ja? Böse, also eigentlich ein schwacher Typ, der wenig hatte und auch wenig konnte, ja? Der aber im Grunde genommen vom Feind missbraucht worden ist, bis er hinterher nur noch eine Handpuppe war in der Hand des Feindes und trotzdem unendliches Elend gebracht hat. Das ist ein Beispiel, wie der Feind Menschen missbraucht. Andererseits sind jetzt häufig auch nicht die Leute in der ersten Reihe die Agenten des Feindes, sondern die grauen Eminenzen im Hintergrund, die dann so die Fäden spannen, die im Hintergrund sitzen, die Mächtigen steuern, manipulieren, ja, und eben wie eine Puppe gebrauchen. Und da haben wir auch in der Bibel ein interessantes Beispiel, nämlich das ist Ahab und Isabel. Vielleicht hast du mal was von diesem Isabel-Geist gehört. Das ist eine dämonische Kraft, die eine andere Person, häufig der Ehepartner, muss aber nicht sein, der im Vordergrund ist, der eine Position hat, der eine Autorität hat,
eigentlich steuert und gebraucht. Letztlich wie so eine Marionette. Ja? Isabel sitzt im Hintergrund und steuert vorne irgendjemand, der irgendwas macht. Aber die eigentliche Autorität, die eigentliche Position hat jemand ganz anderes. Und das ist etwas, wo ich persönlich davon überzeugt bin, dass man in verschiedenen Situationen recht klar sehen kann. Isabel begeistert über die Frau. Es ist etwas, was eigentlich weit verbreitet ist. Ja? Also wir persönlich haben das sogar 3-4 Mal tatsächlich live erlebt mit Menschen, wo wir irgendwie Kontakt hatten, wo sich das dann entsprechend manifestiert hatte. Erst kriegt man es gar nicht mit, bis irgendwie das dann letztlich dann ans Licht kommt. Sehr uncool. Du hast also mit Leuten zu tun und merkst, die reagieren überhaupt nicht so, wie das, was sie gerade eben noch gesagt haben, sondern auf einmal ist alles anders. Du hast keine Verlässlichkeit und irgendwie von hinten ist da jemand, der eben die Strippen zieht. Gut, ein anderer Punkt, den ich noch sagen möchte, ist, schau mal, wenn wir jetzt davon ausgehen als Christen, bibelgläubige Christen, dass dieses endzeitliche Szenario dann irgendwie, irgendwann ja da sein wird, dann passiert das nicht innerhalb von jetzt auf sofort. Ich hatte vorhin gesagt, der Feind hat vielleicht schon Jahrtausende daran gearbeitet, das vorzubereiten. Und das glaube ich. Das ist nicht einfach so da. Das entsteht, das wird aufgebaut. Da gibt es Mitläufer, da gibt es Wegbereiter, da gibt es Leute, die daran bauen, dass das Ding entsprechend entsteht. Und das ist etwas, was wir von unserem Dienst momentan empfinden. Dass das etwas ist, was momentan sich zusammenbraut, weltweit. Ja, weltweit, wo alle möglichen Systeme, Strukturen auf so ein Ding wie hinzielen, so einen endzeitlichen Szenario. Ja, überall auf der Welt, in allen Staaten hat der Feind nach meiner Meinung seine Leute positioniert, hat sie eingesetzt, um eben dieses endzeitliche Reich von ihm aufzubauen. Und das sind nicht nur Politiker, das sind beispielsweise auch Menschen in der Unterhaltungsindustrie. Ja, eben Stars oder was weiß ich, Produzenten, denk mal an diese ganze Pornografie, wie viel Horror es da gibt, alles was diese blasphemischen Sendungen sind und so weiter. Das sind Menschen, die vom Feind gesteuert werden. Auch bei Computerspielen beispielsweise, sehr ausgeprägt. Ne? Dann natürlich Politik, wo, wie ich vorhin gesagt habe, mit Lügen agiert wird, wo heimlich irgendwelche Dinge durchgewunken werden, wo es Machtmissbrauch gibt und so weiter, in allen denkbaren Staaten der Erde, überall. Ne? Dann Propaganda, Manipulation, Beeinflussung beispielsweise durch die Medien, die in eine ganz bestimmte Richtung die Bevölkerung drängen, sagen, was man glauben und denken darf. Es ist etwas, was wir schon weltweit momentan sehen können. In der Wirtschaft natürlich, im Bereich Ausbeutung. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Ausbeutung, sagen wir mal, in Deutschland sein muss, aber dass die Ausbeutung beispielsweise in Fernost ist. Ja? Also war, heute sind ja viele Lieferketten schon zusammengebrochen. Ja, also dass wir aufgrund von Ausbeutung irgendwo anders auf der Welt eben hier die Wirtschaft schön hochgefahren haben. Ne? Umweltverschmutzung, Korruption, die alles in diesen Bereich rein gehören. Insbesondere natürlich dann Bereich Pharmaindustrie, wo du Leute in Abhängigkeit bringst, ja, im Grunde genommen sie krank herhalten möchtest, häufig, nicht immer wahrscheinlich, aber wo es da sowas gibt. Dann der Mammonbereich, ne, wo Möglichkeiten sind, ganze Länder zu steuern, eben wie gesagt auch Medien zu steuern, wo es auch moderne Sklaverei gibt, ne, von Schulden und so weiter, Lobbyismus und, und. Was ich damit sagen will ist, wie es die Bibel sagt, die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt liegt im Argen. Und wir beginnen, nach unserem Verständnis, momentan so ein endzeitliches Szenario zu sehen. Okay, das war dieser Teil. Aber es ist ja nicht nur der Feind, der hier auf dieser Erde agiert. Der Herr ist ja auch aktiv und seine Leute und sein Volk. Ne? Und jetzt möchte ich mit dir über das Volk Gottes und die Position des Volkes Gottes nachdenken. Schau, durch das, was Jesus getan hat, als er auf der Erde war, als er am Kreuz starb, als er auferstanden ist, vor 2000 Jahren, hat er den kompletten Sieg über Satan und sein ganzes Herrschaftssystem und alles, was dazugehört, gewonnen. Er hat den Autoritätsbereich des Feindes überwunden.
Kolosser 2, Vers 15 lesen wir. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das ist doch cool hier. Er hat die Mächte ihrer Macht entkleidet. Halleluja dazu. Das sind die dämonischen Strukturen, die dämonischen Mächte, die Systeme, die sind ihrer Macht entkleidet, sie wurden zur Schau gestellt, sie sind im Triumph gezeigt worden. Weil Christus gewonnen hat. Der Messias hat gewonnen. Jeschua. Oder wir lesen in Epheser 1, ab Vers 20, das ist so eine grandiose Bibelstelle. Und die spricht von der Kraft Gottes. Es geht hier um die Kraft Gottes. Durch sie, nämlich die Kraft Gottes, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Amen. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das ist absolut grandios. Christus ist der Herr über alles. Ja, jetzt sagst du natürlich, wenn auf der einen Seite der Feind der Herr über alles ist, der Gott dieser Welt, und auf der anderen Seite Jesus der Herr über alles ist, wie soll das funktionieren? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Das ist nämlich genau der Kampf, in dem wir uns befinden. Es ist der Kampf dieser Systeme. Auf der einen Seite hat der Feind durch die Verführung, damals beim Sündenfall, die Herrschaft über die Menschen gewonnen. Christus ist gekommen und hat diese Herrschaftsposition sozusagen, ich sag mal, wieder erobert, wieder ergriffen, dem Feind weggenommen. Und jetzt gibt er sie wem? Den Menschen, die mit ihm in den Bund treten, die ihm ihr Leben geben, die Christen werden, die zu ihm gehören. Und deshalb spricht die Bibel davon von einer extrem coolen Sache. Sie spricht von dem Leib Christi. Überleg mal, was das heißt. Leib Christi, das ist so grandios. Christus ist das Haupt. Und das andere, die Gemeinde, die Christen, sind der Leib Christi, die Glieder. Sie sind eins damit. Das Haupt ist nicht getrennt. Das Haupt ist nicht irgendwo sonst wo. Ja, und der Leib woanders. Sondern es ist eine Einheit. Das ist, ich sag mal, von einem Blutkreislauf, ja, wird das versorgt. Das gehört zusammen. Das Haupt steuert den Leib. Der Leib bist du und bin ich. Wir gehören dazu. Christus ist das Haupt und wir sind der Leib. Und wir müssen jetzt in dieser Autorität des Christus vorangehen und auf dieser Erde den Sieg, der schon errungen ist, umsetzen. Der Feind gibt sein Territorium sozusagen in den Menschen, die sich von ihm manipulieren lassen, nicht auf. Und das ist der ganze Kampf. Das ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen ewiger Verdammnis und ewigem Leben. Und in denen sind du und ich unmittelbar mit eingebettet. Der Feind bekämpft dich, ob du es magst oder nicht, ob du es willst oder nicht, ob du es weißt oder nicht, es ist vollkommen unrelevant. Er bekämpft dich. Warum? Weil du zum System des Reiches Gottes gehörst. Und deshalb ist er gegen dich. Nochmal. Christus ist eingesetzt im Himmel über alle Reiche, alle. Gewalt, Macht, Herrschaft, alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jetzt geht's weiter. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist. Nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Weißt du, was das heißt? Christus ist das Haupt, wir sind der Leib, da unten gibt es irgendwo die Füße und der Feind ist da drunter. Der Feind ist unter den Füßen. Wozu gehören die Füße? Zum Leib. Der Feind ist unter den Füßen des Leibes Christus. Christi. Das müssen wir uns bewusst machen. Deshalb sprechen wir bei Gottes Haus so viel über Identität. Deshalb sprechen wir darüber, dass wir wissen, welche Position wir haben. Der Feind ist nicht irgendwo weit über uns und hat Monstermacht über uns. Nein. Er kommt nur mit Lügen und mit seinen Betrügereien und seinen Attacken. Aber wir in Christus, wir haben Power. Wir können vorwärts gehen. Wir sind diejenigen, die mit dem Herrn der Herren und dem König der Könige verbunden sind. Und so viele Christen, obwohl das die Realität ist, lassen sich von den Lügen des Feindes in den Dreck treten. Das ist ein unfassbarer Skandal. Wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen in Position kommen und wir müssen als Christen leben, um dem Herrn der Herren und dem König der König Ehre zu geben.
Und leider, leider ist das in vielen, vielen, vielen christlichen Personen leider nicht der Fall. Ja? Der Feind ist unter deinen Füßen, weil du zum Leib gehörst. Das muss uns bewusst sein. Die Herrschaft über die Schöpfung hat nicht der Feind, sondern ist im Grunde genommen in Christus, dem Haupt der Gemeinde, gegeben. Er hat alles, ja, alle Reiche, alles, alles ist ihm gegeben. Und wir sind eins mit ihm. Das ist das Geheimnis, was wir hier verstehen müssen. Wir als der Leib Christi haben eine ganz hohe Autorität und auch eine Verantwortung. Deshalb schreibt Paulus auch im Römerbrief 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Amen dazu. So, Christus das Haupt und die Herrschaft hat das Volk Gottes, der Leib Christi. Das Interessante ist, unabhängig ob die Christen das wissen oder nicht, gilt das. Ja? Wie gesagt, viele wissen es nicht. Unabhängig, ob uns das bewusst ist, unabhängig, ob wir darin leben oder nicht, wir haben das. Und es ist gut, wenn wir das wissen, und es ist gut, wenn wir darin vorangehen. Die Bibel drückt das beispielsweise so aus. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Halleluja. Eine ganz ähnliche Aussage finden wir schon im Alten Testament gegenüber dem Volk Israel. Da lesen wir in 2. Mose 19 ab Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das gilt bis zum heutigen Tag für uns als Kinder Gottes. Oder in Offenbarung 1, ganz zu Anfang des Buches der Offenbarung, lesen wir ab Vers 5, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also es ist durchaus biblisch immer wieder belegt, wir haben die Position, Könige, Priester zu sein, Botschafter. Gesandte, das finden wir in 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Okay, unsere Position ist also gigantisch in Christus, der uns durch seinen Geist leitet, steuert, uns die richtigen Impulse gibt und uns dahin bringen will, dass wir das Reich Gottes, das Reich des Lichtes, immer mehr auf dieser Erde umsetzen. Wir sind Licht und Salz, stimmt's? So, das muss Auswirkungen haben. Und das hat es in großen Teilen der Welt beim Volk Gottes. In Deutschland oder in Mitteleuropa ist es etwas untypisch. In anderen Regionen der Welt sieht das Reich Gottes komplett anders aus. Und die Christenheit sieht komplett anders aus. Missionsforscher sagen, dass momentan, also aktuell, über 80% der Christen weltweit auf der Südhalbkugel leben. Okay. Es gibt noch ein bisschen was zu tun bei uns. An dem Punkt, wo also das Volk Gottes diese hohe Autorität hat, da kommt der Feind jetzt rein. Er weiß das und er agiert jetzt sehr gezielt, damit das Volk Gottes nicht in dieser Autorität, nicht in dieser geistlichen Power vorwärts geht. Und er versucht es auszuschalten, zu schwächen, auf andere Dinge zu lenken. Und deshalb bombardiert er es kontinuierlich mit seiner feindlichen Propaganda. Propaganda, ja, die Lügen erzählt über die Position, wer du bist, was du kannst, was du tun sollst und so weiter. Ein Gespinst von Lügen. Ja? Nach seinem Willen darfst du als Christ gar nicht wissen, welche Power du hast. Du darfst nicht wissen, welche Position du hast. Du darfst nicht wissen, welche Identität du hast. Du darfst überhaupt nichts wissen, sondern du sollst dich als ein armer, kleiner Sündenwurm fühlen. Ne? Das Volk Gottes soll sich eben nach dem Wunsch des Feindes eben nicht als Regent, König, Priester, Botschafter, sonst was sehen, sondern als ein armer Sünder, der ums Überleben kämpft. Ja, der krank ist, der arm ist, der schwach ist, der ständig nur kämpft, um zu überleben. Als Leute, die ohnmächtig sind gegenüber einem irrwitzig übermächtigen Weltsystem, wo er der Herr ist.
Ja? Und deshalb versucht er sie dazu zu bringen, sich zurückzuziehen aus ihrer Verantwortung. Ja? Die Aufträge, die Jesus uns gegeben hat, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Ja? Nicht ernst zu nehmen, sich zurückzuziehen, zu ignorieren. Ne? Und man lebt so ganz in kleinsten Grüppchen. Früher gab es mal eine Gruppierung, das ist schon viele Jahrzehnte her, die nannten sich die Stillen im Lande. Ja, die waren so still, dass keiner gemerkt hat. Die haben einfach nur irgendwo sich abgeschottet und versucht zu überleben. Das ist nicht das, was vorher der Herr uns, was er uns anvertraut hat. Das ist nicht das, was uns gegeben ist. Das sind nicht die Gaben, die uns gegeben sind, für die wir übrigens Rechenschaft geben müssen. Der Feind redet uns Niederlage ein, den ganzen Tag über. Und zwar im einzelnen Leben. Du kennst das ganz sicherlich, also ich kenne das. Immer wieder Niederlage, immer wieder ein Gespinst, ein Bombardement von negativen Gedanken und zerstörerischen Dingen. Ja, das ist seine Propaganda, die uns davon abhalten soll, in die Position zu kommen, die der Herr für uns hat. Das Gleiche gilt aber auch im Großen. Für Nationen beispielsweise und die Berufung, die Nationen haben. Er versucht alles, um das beispielsweise in Deutschland konkret zu verhindern. Ich habe ein Buch geschrieben, da ging es um die Berufung der Nation Deutschlands. Was ist denn die Berufung von unserer Nation? Ja, und warum ist der Feind so sehr dahinterher, um das zu zerstören, kaputt zu machen? Ja. Er will, dass wir in Niederlage leben, dass wir uns gegen Gott auflehnen, dass wir bedrückt auf dem Boden liegen, dass wir die Waffen von uns strecken, dass wir überhaupt nicht mehr weitergehen, dass wir im Grunde genommen besiegte, depressive, vollkommen fertige Menschen sind, die er dann eben auch leicht steuern kann. Weißt du, für mich ist einer der Punkte, der da etwas schmerzlich ist, wenn ich mir Gemeinden anschaue, die das nicht so erkennen und die dann einfach versuchen, sich der Welt anzubiedern. Ja, so nach dem Motto, wenn wir als Christen so sind wie die Welt, dann können wir die Welt am besten gewinnen. Das funktioniert nicht. Warum sollte sich jemand bekehren, wenn die Gemeinde so ist, wie die Welt ist? Dann kann er auch in der Welt bleiben. Ja? Und da gibt es leider christliche Gruppierungen, die, wie soll ich mal sagen, damit die Welt ihnen etwas wohlgesonnen ist, sind sie bereit, geistliche Werte wirklich so, ich sag mal, auf dem Altar der Beliebigkeit zu opfern. Das ist so dieser Wunsch, unbedingt relevant zu sein für die Welt, gesehen zu werden, ein bisschen Applaus zu bekommen von der Welt. Das funktioniert so nicht. Das Reich Gottes und das Reich der Welt haben nichts miteinander zu tun. Licht und Dunkelheit, Gut und Böse sind getrennt. Ich glaube, dass der Leib Christi seine Autorität nehmen muss. Das geschieht insbesondere im Gebet und in der Fürbitte. Das geschieht natürlich auch, wenn Leute in Positionen sind, dass sie als Christen in dem Bereich, wo sie aktiv sind, einfach stehen. Aber für mich ist es vor allen Dingen Gebet und Fürbitte. Denn wenn wir dafür nicht stehen, dann regiert der Feind. Wir müssen, und ich meine müssen, jemand hat uns angeschrieben und sich beschwert, dass wir ständig sagen müssen. Weißt du, warum wir sagen müssen? Weil wir überzeugt sind, es geht um müssen und nicht um sollen oder können oder vielleicht. Es geht wirklich darum, wir müssen es, weil es uns geboten ist von der Bibel. Ne? Wir wollen nicht, dass der Feind regiert, sondern wir wollen, dass das Reich Gottes immer mehr Gestalt gewinnt. Und du kennst die Bibelstelle in Epheser 6, Vers 12. Die geht der geistlichen Waffenrüstung voraus. Aber die müssen wir uns wirklich mal bewusst machen, was das heißt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Amen dazu. Aber es geht trotzdem weiter. Sondern, das heißt, unser Kampf ist, Klammer auf, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, Klammer zu, gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, wessen Kampf? Unser Kampf. Dein Kampf, mein Kampf. Gegen wen? Gegen irgendwelche kleineren Herausforderungen, Schwierigkeiten, Verlockungen, sonst was? Nein, gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher in der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist unser Kampf. Deshalb hast du eine Waffenrüstung an. Weißt du was, es ist vollkommen wurscht, ob dir das gefällt oder nicht. Ob du sagst, ich will da kämpfen oder ob du sagst, ich will da nicht kämpfen. Denn diese Mächte bekämpfen dich sowieso. Du musst stehen in Christus und
Es ist gut, wenn du anfängst, im Gebet, in deiner Identität, in deinem Bewusstsein, einfach zu wissen, wer bin ich in Christus, und ich lasse mich nicht mehr länger so auf den Boden kloppen. Ich bin nicht das Opfer von Mobbing, ja, von Ablehnung, wie das bei dem Mephibosheth war vorhin. Ja. Du kannst in Position kommen, du kannst aufstehen, du kannst wissen, wer du bist, du wirst erhoben, es wird dir erstattet, du bist ein Kind Gottes. So gilt es für dich. Du bist nicht der tote Hund. Denn du gehörst zum Herrn der Herren und zum König der Könige. Und der Feind mit seinen Taktiken und seiner Bombardement an negativen Gedanken versucht uns davon abzubringen, in diese Fülle hineinzukommen, die wir haben. Und das ist wirklich etwas, was ganz, 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 ganz negativ ist. Wir müssen, wir dürfen vorwärts gehen in dem, was der Herr für uns hat. Die Bibel sagt, wenn ich jetzt auf das Thema Welt komme, du hast schon gemerkt, ich bin da, wie gesagt, wirklich sehr schwarz-weiß, hell-dunkel, Licht-Finsternis, gut-böse. Die Bibel sagt, wenn es um dieses Thema geht, 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt liegt im Argen und wir sind von Gott. Das ist nicht irgendwie so eine übertragene Aussage. Die ganze Welt liegt im Argen. Der Feind ist der Herr über die ganze Welt. Und er manipuliert die Menschen in der ganzen Welt. Johannes 7, Vers 7 sagt Jesus, die Welt kann euch nicht hassen. Also da spricht er zu den, diejenigen, die ihn da angeklagt haben. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Jesus sagt, die Werke der Welt sind böse. Warum? Weil sie unter der Herrschaft des Feindes sind. Es gibt das Reich der Welt, böse, und es gibt das Reich Gottes. Galater 1, Vers 4. Da geht es darum, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette, von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Wir sind errettet worden aus der Welt. Wir sind errettet worden aus dem Herrschaftsbereich des Feindes. Durch unsere Neugeburt, indem wir den Herrn angenommen haben als unseren Herrn und Retter, unseren Erlöser, sind wir rausgerissen worden aus dem System der Welt und sind in sein Reich hineingesetzt worden. Damit ist alles anders. Wir gehören zur anderen Seite des Kampffeldes. Wir sind von dem einen Bereich in den anderen hinübergetreten. Und jetzt werden wir von dem Reich der Welt attackiert. Das ist das Normalste von der Welt. Ja, tatsächlich. Ne? Und diese Welt ist gegenwärtig und sie ist böse. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass viele, viele Christen das überhaupt nicht kapieren. Ja, sie gehen davon aus, dass in dieser Welt alles gut ist und schön ist und dass man alles positiv ist. Und sie kapieren gar nicht, was für Verführung und was für eine Boshaftigkeit dahinter ist und wie verloren und wie verdorben die Welt ist. Und die Bibel macht da kein Schmuserei drum, sondern sie ist sehr, sehr präzise. Ja? Und beispielsweise in Johannes 12, Vers 31 wird eben tatsächlich gesagt, dass der Fürst dieser Welt hinausgeworfen worden ist, dass es ein Gericht gibt. Die Welt ist unter der Herrschaft des Bösen. Und deshalb dürfen wir uns ihnen nicht angleichen. Deshalb dürfen wir nicht die Methoden des Reiches der Welt übernehmen. Deshalb dürfen wir uns nicht anpassen. Sonst sind wir nicht Salz und Licht, sondern wir müssen tatsächlich uns, wie die Bibel sagt, erneuern in unserem Sinn. Das heißt, der feindlichen Propaganda nicht mehr glauben, dem feindlichen Bombardement nicht mehr unsere Aufmerksamkeit geben. Wir gehören zu einem anderen System, wir gehören zu einer anderen Autorität, wir gehören zum Reich Gottes und da ist alles anders. Johannes 17, Vers 16 sagt Jesus, sie sind nicht von der Welt. Wie ich nicht von der Welt bin. Das gilt für dich und mich. Wir sind zwar in der Welt, weil wir hier leben, aber wir sind nicht von der Welt. Und deshalb müssen wir dementsprechend leben. Deshalb müssen wir als Kinder Gottes dementsprechend vorangehen. Deshalb müssen wir uns bewusst sein, es gibt einen Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und dieser Kampf ist das, weshalb wir eine Rüstung haben. Und wo wir geistlich vorwärts gehen müssen. Und wo wir auch bitte diszipliniert sein müssen, damit wir nicht von den Schlichen, den Attacken und der Propaganda des Feindes überwältigt werden. Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt
gleich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht einen Cut. Ihr gehört nicht in das System. Sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen uns ändern. Wir müssen unseren Sinn auf den Sinn Christi ausrichten. Wir müssen so denken, wie Gott denkt. Wir müssen so denken, wie der Herr denkt. Nicht so denken, wie die Welt denkt. Das steht auch in Kolosser 3. Ja, wir sollen danach trachten, was im Himmel ist. Nicht nach dem, was drunten ist. Nicht nach dem, was auf der Welt ist. Wir sollen so denken, wie Gott denkt. Epheser 4, Vers 23. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Heißt im Grunde genommen, wir sollen uns nicht die gleichen Befürchtungen machen oder die gleichen Ängste haben wie die Welt, die gleichen Sorgen machen, die gleichen Ansichten haben wie die Welt, sondern wir sollen uns eben tatsächlich ändern und sollen Reich Gottes Ansichten übernehmen. Wir sollen so denken, wie das Reich Gottes denkt. Das ist komplett anders. Gut, jetzt ist es so, wie ich vorhin schon angedeutet habe, der Herr positioniert natürlich auch seine Leute. Er hat sein Volk überall. Kannst du dir fast wie ein riesiges Schachspiel vorstellen. Ja? Der Feind hat seine Leute positioniert und steuert die, teilweise mit irrwitziger Macht ausgestattet, der Macht dieser Welt. Und der Herr auf der anderen Seite, der macht so seine Agenda. Häufig mit unscheinbaren Menschen, die aber auf einem völlig anderen Level sind, weil der Geist Christi in ihnen wohnt. Der Herr stellt seine Leute auch in viele Bereiche rein. Auch in der Politik, auch in den Medien, in jedem Lebensbereich, Wirtschaft, überall. Er hat seine Leute. Er hat seine Leute. Und die sind auch aktiv, denn sonst wäre ja die Willkür des Feindes und seine Möglichkeiten wären ja nicht eingedämmt. Der könnte ja sofort loslegen und wenn es nach dem Willen des Feindes ginge, hätte er morgen die Weltherrschaft und übermorgen wären alle Christen ausgerottet. Das musst du dir nochmal vorstellen. Ja? Aber das passiert nicht. Das passiert nicht, weil auch der Herr sein Reich baut. Es ist nicht so, wie der Feind möchte. Ja? Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und denen des Lichtes. Zwischen dem Reich Gottes und dem Leib Christi. Beziehungsweise zwischen den Kindern Gottes und den Kindern der Finsternis. Wie gesagt, ich habe ein sehr duales Weltbild, das merkst du. Jetzt ist es so, den Kampf dazu, den haben wir zu führen. Wir haben den Auftrag, das umzusetzen in unserer Zeit. Ja? Beispielsweise, wir sollen evangelisieren, Zeugnis geben, Menschen missionieren. Das tun ja nicht die Engel vom Himmel. Das ist unser Auftrag, damit Menschen gerettet werden, ja, damit das Reich Gottes gebaut wird. Wir haben was zu tun. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, okay, Gott baut ein Reich, alles prima, drehen wir Däumchen. Nein, es geschieht durch uns. Gott sitzt nicht mit denen, die rumsitzen, sondern er geht mit denen, die aktiv vorwärts gehen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir haben den Sieg, in dem wir leben, die Autorität, die wir haben, umzusetzen in dieser finsteren, gefallenen Welt. Das ist unser Job. Und manche Christen meinen, dass das Gott doch für sie machen sollte. Und das funktioniert nicht. Das ist der Job, den du und ich haben. Wie gesagt, wir sind Soldaten, wir sind eine Armee. Deshalb haben wir die Rüstung an. Die haben wir nicht an, damit es gut aussieht. Sondern die ist im Geistlichen wirklich etwas, was aktiv ist, was wir brauchen. Gott hat dir Ressourcen gegeben, er hat dir den Heiligen Geist gegeben, also geistliche Ressourcen, er hat dir die Gaben gegeben, er wohnt in dir, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, du bist ein König, du bist ein Priester, du bist ein Prophet, du bist ein Gesandter an der Stadt Christi. Geh und sei aktiv und höre auf, die Lügen und die Propaganda des Feindes zu glauben, die dir erzählt, dass du ein toter Hund bist, ja? Dass du auf dem Boden liegen musst, dass du nicht in Position kommen kannst. Tu das, was der Herr gesagt hat, was er allen seinen Nachfolgern befohlen hat. Wir sind eins mit dem Retter. Wir haben ein völlig anderes Level als die Menschen unserer Welt um uns herum. Ja, wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen wissen, was die Bibel über uns sagt. Was die Bibel sagt, dass du bist, das bist du. Was die Bibel sagt, dass du hast, das hast du. Was die Bibel sagt, dass du kannst, das kannst du. Ja, da ist kein Platz für irgendeine Beliebigkeit. Da ist nicht kein Platz für irgendwie, ja, das gilt nur für andere. Ja? Und dessen müssen wir uns ganz, ganz bewusst sein. Es ist extrem wichtig.
Und in unserem Verständnis, auch gesellschaftlich, sind Politiker, Wirtschaftsleute, Finanzleute sind wahnsinnig mächtig. Und die Christen eine kleine, vergessene Randgruppe, die keinerlei Position spielt. In der geistlichen Welt sieht das komplett anders aus. In der geistlichen Welt ist das Volk Gottes dasjenige, was das Korrektiv gegen die Mächte der Bosheit ist. Und deshalb ist es so wichtig, was das Volk Gottes betet und dass es in die richtige Richtung betet und dass es in Richtung des Feindes betet und dass es Dinge untersagt, die hier einfach sich entwickeln. Dass es aktiv ist, dass es Dinge nicht einfach akzeptiert, nicht einfach schluckt, nicht einfach abnickt. Ne? Weißt du, Politiker beispielsweise gelten als super, super einflussreich. Aber die Bibel sagt, dass jeder Mensch auf dem Globus sich vor Gott zu verantworten hat. Für das, was er getan hat oder auch was er gelassen hat. Das beinhaltet jeden Militär, Wirtschaftsmann, Milliardär, Finanzmann, Medienmann, Gewaltherrscher, Diktator, was weiß ich, jeden Menschen. Egal, welche Position irgendwelche Leute sich heute angeeignet haben, vom Feind beispielsweise dahin gebracht, sie werden sich vor dem Herrn der Herren und dem König der Könige verantworten müssen. Matthäus 16, Vers 26. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Was kann ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Es kommt der Tag des Gerichtes und jedermann, Mensch, auch die Mächtigsten und Größten und so weiter, werden vor Gott stehen. Ja, auch ein Stalin, auch ein Mao, auch ein Hitler, alle, sie werden vor Gott stehen und sie werden gerichtet werden. Wir aber sind Vertreter dieses Reiches, schon jetzt. Und in dieser Position, dieser Autorität müssen wir vorangehen. Wir dürfen nicht in die Falle gehen zu denken, irgendwelche Menschen der Welt sind mächtig und einflussreich. Im Geist, im Gebet sind wir diejenigen, die die Autorität haben, die mächtig sind, die einflussreich sind, vom Geist Gottes geleitet, beten können und Dinge wirklich verändern können. Wie schon gesagt, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis befinden sich im Kampf. In einem richtigen Zusammenprall, ja, massiv, extrem, Licht gegen Finsternis, mächtige Systeme, die aufeinander prallen. Offenbarung 11, Vers 15 heißt es, es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt, unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, so viele Menschen lesen die Offenbarung und beschäftigen sich mit, vor allen Dingen der Trübsal und dem Mahlzeichen und so weiter. Wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen. Und sie sind so in diesem Ding drin. Und was Negatives ist und wie fürchterlich das alles ist und Umweltkatastrophen und so weiter und möglichst mit der Entrückung schnell vorher wegkommen. Ja, und das ist gar nicht das Ziel der Offenbarung. Das Buch Offenbarung ist grandios. Es geht darum, dass es sagt, das Reich Gottes kommt und das Reich Gottes kommt in starker Dimension voran. Und es kommt zu dem Zeitpunkt, Offenbarung 11, 15, wo es heißt, die Reiche der Welt sind unseres Herrn und seines Christus geworden. Was hat der Teufel Jesus angeboten? Die Reiche der Welt bei der Versuchung. Was lesen wir in Offenbarung 11, 15? Die Reiche der Welt sind Christus geworden. Das heißt, das Reich Gottes hat die Welt überwunden. Es hat die Welt eingenommen. Das ist das Ziel der Offenbarung. Schau mal. An der Stelle möchte ich tatsächlich noch mal was zu diesem Buch sagen. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Wir haben davon wirklich viele hundert schon verschickt. Dieses Buch wird dir helfen, das mit der Offenbarung besser zu verstehen und da reinzukommen und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie wichtig und genial das ist. Du musst wegkommen davon, irgendwelche Romane zu lesen von irgendwelchem Horror oder sonst was über die Offenbarung, sondern liest, was die Bibel sagt, was sie wirklich sagt. Und da empfehlen wir dieses Buch. Das Buch ist wirklich günstig, kostet 9 Euro. Ein Riesenbuch mit über 260 Seiten. Wirklich zu empfehlen. Wenn du es noch nicht hast, besorg's dir. Wenn du es schon hast und findest es gut, dann bestell dir welche und verschenk's. Das ist einfach ein gesundes, gutes Bewusstsein über das, was in diesem Buch drinsteht, in das Volk Gottes hineinkommt. Es gibt so viel schräge Theorien und Lehren darüber. Du musst wissen, was die Bibel wirklich sagt. Und da empfehlen wir dir dieses Buch. Und wenn ich schon dabei bin, möchte ich dir auch das hier noch empfehlen.
Reich, Kraft, Herrlichkeit. Das ist ein Buch von mir. Kostet 13,90 €. Gibt es auch als Kindle übrigens. Amazon Kindle. Das ist ein Buch, wo ich unter anderem die Sachen, die ich heute hier sage, auch ein bisschen angerissen habe, wo es genau darum geht, wie das Reich Gottes immer mehr Raum gewinnt, mit Kraft, mit Herrlichkeit, und das System der Welt immer mehr zurückgedrängt wird. Das Kommen des Reiches Gottes, das ist es eigentlich, worum es in der Endzeit geht. Deshalb steht hier auch ein Buch über das wichtigste Thema der Endzeit. Was ist das wichtigste Thema der Endzeit? Das Reich Gottes. Das Hervorkommen des Reiches Gottes. Weil das Reich Gottes wird das System der Welt komplett überwinden. Wird überwinden. Die ganze Welt wird Christus sein. Das ist auch das, was übrigens Daniel schon bei diesen Träumen hatte mit Nebukadnezars Standbild. Ja, der Felsen kommt, zermalmt das ganze System, und letztlich ist es so, dass der Felsen die ganze Welt ausfüllt. Das ist ein Bild davon. Ja, und das ist wunderbar. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Also, wir befinden uns in einem Prozess dieser Auseinandersetzung, dieses Kampfes der Königreiche. Das Licht nimmt überall auf dem Globus immer mehr zu, und dadurch wird die Finsternis immer deutlicher erkennbar. Viele Leute sagen, ja, es wird immer dunkler, man sieht immer mehr Böses. Das ist ein Irrtum. Es wird immer heller und die Finsternis wird dadurch besser erkennbar. Die Machenschaften des Bösen werden dadurch besser erkennbar. Und der Prozess wird weitergehen und weitergehen. Und nach unserem Dafürhalten kannst du dir das so vorstellen, und ich glaube, da habe ich auch schon öfters drüber gesprochen, aber ich finde es so plastisch und so wichtig für uns. Schau, da ist das Tal der Entscheidung, ja, von dem die Propheten sprechen. Das Tal der Entscheidung, wo die Menschen sind. Millionen und Millionen und Millionen, Scharen über Scharen, heißt es im Alten Testament. Im Tal der Entscheidung. Und ich stelle es mir so vor, auf der einen Seite ist das Reich Gottes und auf der anderen Seite das Reich der Finsternis. Und die Menschen wissen es nicht. Die sind in diesem Tal und es herrscht Zwielicht, es herrscht irgendwie eine trübe Dämmerung. Man weiß es nicht. Man weiß überhaupt nicht, was. Viele Menschen in Deutschland denken, sie sind Christen und haben gar keine Ahnung davon, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Sie sind auf dem Weg in die Verdammnis, denken aber, es ist alles richtig, weil sie irgendwo Mitglied sind oder sowas. Sie sind in diesem Tal der Entscheidung. Wenn jetzt das Licht immer deutlicher kommt, erkennbar wird, und die Finsternis immer deutlicher erkennbar wird, dann können die Menschen sehen auf einmal aus dem Zwielicht heraus und können sagen, okay, ich gehe auf die Seite oder ich gehe auf die Seite. Millionen werden in die Finsternis gehen und noch viel mehr Millionen werden ins Licht gehen. Und ich persönlich bin überzeugt, es kommt der Zeitpunkt, auch in unserem Land, wo du hinterher nur noch Licht und Finsternis hast. Schwarz-Weiß, sonst nichts. Alles, was dazwischen ist, ist weg. Und weißt du was? Das ist ein extrem, extrem guter Prozess. Das ist etwas extrem Gutes, weil Menschen dann wissen, wo sie sind. Sie wissen, bin ich auf der Seite oder auf der Seite? Und momentan wissen sie gar nichts. Die sind irgendwo im Zwielicht, denken vielleicht, alles ist gut, und sind auf dem Weg in die Verdammnis. Ja? Und das ist etwas, wo wir glauben, dass es zu einem zunehmenden Hervorkommen von Licht kommt, und das ist etwas Grandioses, weil wir überzeugt sind, dass Millionen und Millionen und Millionen von Menschen in den kommenden Jahren zum Herrn kommen werden. Und das ist auch das, was die Propheten vorhersagen. Das ist das, was sie sagen, da kommt etwas. Ein zunehmender Konflikt mit der Dunkelheit, zunehmende Erschütterung bei den Systemen der Welt, zunehmende Krafttaten im Reich Gottes, zunehmende Herrlichkeit, Reich Gottes wird immer mehr hervortreten und irgendwann, ja, in der Weisung des Geistes und der Kraft eben alles überwinden. Ja, ich weiß, die Offenbarung spricht davon, dass es den Abfall gibt, dass es eben zu dieser riesigen Anbetung des Feindes kommt und so weiter. Das stimmt. Aber das ist ein kurzes Zeitfenster. Ja, ein kurzes Zeitfenster, wo der Feind wirklich den Sieg zu haben scheint und wo er wirklich gegen das Volk Gottes und die Christen so massiv und aggressiv vorgeht. Aber letztlich, wenn wir die Offenbarung sehen, erkennen wir, es ist ein triumphales Buch vom Hervorkommen des Reiches Gottes. Und alle widergöttlichen Mächte werden vernichtet. Alle widergöttlichen Mächte werden weggenommen. Ja, und gemäß der Bibel bewegt sich das in dieses Millennium, dieses tausendjährige Reich hinein. Nach unserem Verständnis ist es so, dass wir uns momentan in der Zeit der ersten echten
wirklichen großen Wehe befinden. Weil es ist etwas, was alle Menschen betrifft. Und Jesus hat davon gesprochen, dass die Wehen sind, weil etwas hervorkommt. Nämlich diese Geburt des Reiches Gottes, der Söhne und Töchter Gottes, das hervorkommt. Das vergleicht damit Wehen. Und wir glauben, dass wir momentan in der ersten richtig großen Wehe sind. Natürlich gab es im Vorfeld Schmerzen und schwierige Dinge. Aber dieses Ding ist etwas, momentan, wo wir uns drin befinden, mit der ganzen Corona-Pandemie und all den Begleiterscheinungen, was weltweit jeden Menschen betrifft, was 7,8 Milliarden Menschen betrifft. Das gab es noch nie in der Geschichte. Es war immer irgendwie regional. Dieses betrifft wirklich jeden Menschen. Und deshalb glauben wir, dass es tatsächlich diese erste riesige, große Wehe ist. Und wir glauben, dass wir uns in diese Situation immer mehr hineinbewegen. Und zum einen, was die Propheten gesagt haben, zunehmende Herrlichkeit in dem Konflikt, in dem Kampf, in den Schwierigkeiten. Natürlich Macht des Feindes, aber noch viel mehr Macht des Herrn. Und das ist es, was wir glauben, als bibelgläubige, fundamentalistische Christen. Ja, als Leute, die sagen, die Bibel ist mein Fundament, das ist die Wahrheit, auf der ich stehe. Weißt du was? Wenn du das einem Menschen erzählst, einem normalen Menschen in der Welt, der glaubt wirklich, dass du ein abgedrehter Verschwörungstheoretiker bist. Das ist wirklich sowas von aus der Sicht der Welt komplett abgedreht, dass er sagt, okay, also mach mal. Ne? Antichrist, Weltherrscher, Anbetung, falscher Prophet. Die Menschen glauben ja nicht mal an den Teufel. Ja? Da ist wirklich ein Problem. Und wir müssen verstehen, dass was wir als völlig normal als Christen erachten, wo wir wissen, es ist die Wahrheit, ist in den Augen der Welt etwas, was wirklich, wirklich nach Verschwörungstheorie klingt. Wir wissen, dass es eine kurze Phase ist, bis der Herr der Herren und der König der Könige die ewige Herrschaft antritt und das Millennium beginnt. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, wir sind keine Anhänger einer Verschwörungstheorie, wir sind Anhänger des Herrn. Wir glauben an den Vater, wir glauben an den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben der Bibel. In dem Sinne sind wir fundamentalistisch. Wir glauben an ein göttliches Gericht. Wir glauben, dass das, was man in diesem Erdenleben tut, ewige Konsequenzen hat. Wir glauben an ein ewiges Leben, entweder in Nähe Gottes oder für immer von Gott getrennt. Wir glauben an eine mächtige Bewegung Gottes, auch in Österreich, auch in Deutschland, auch in der Schweiz. Wir glauben, dass Dinge dabei sind, sich dramatisch zu verändern. Wir glauben, dass Erschütterungen kommen. Wir glauben, dass immer mehr Licht kommt und die Dunkelheit immer mehr dadurch konfrontiert wird. Wir glauben, dass der Zeitpunkt kommt, wo das Reich dieser Welt überwunden ist von Jeschua HaMashiach. Wir glauben, dass jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Bibel, das Wort Gottes, was es sagt, das geschehen wird, das wird geschehen. Das glauben wir. Yes. Amen. Amen. Ich habe auf dem Herzen, dass wir genau jetzt mal gemeinsam beten, uns eins machen im Gebet für die Leute, die in diesem Tal der Entscheidung sind oder für die Leute, die mal drin gewesen sind und haben sich wieder rausbewegt, weil sie dachten, es ist ja nicht so mein Ding, Christ zu werden. Oder die Leute, die vielleicht ein Übergabegebet gesprochen haben oder in irgendeiner Veranstaltung mal kurz die Hand gehoben haben, ja, ich will mich ja eigentlich auch bekehren und so. Aber es hat, der Same, der ausgestreut wurde, ist nicht auf diesen fruchtbaren Herzensboden gefallen, dass sie sich wirklich in dem Tal der Entscheidung entschieden haben. Nicht dem, nur dem Licht zugewandt haben. Ja, die nicht nur drin rumgelaufen sind und ein bisschen ja und ein bisschen nein und ich weiß nicht, will ich das denn wirklich, sondern die einfach ihr Leben dem Herrn gegeben haben.
ihn als Retter und Herrn akzeptiert haben. Ja, dass sie das wollen, dass sie dahin kommen, ihr Leben jetzt wirklich in die Hände von Jesus zu geben. Und ich weiß, dass hier Menschen zuschauen, deren Angehörige, Kinder, Eltern, Ehepartner, wirklich schon lange auf ihrem Herzen sind. Sie beten schon lange für diese Personen, dass sie in dieses Reich Gottes kommen, dass sie erkennen, dass es da um Zeit und Ewigkeit geht und dass sie wirklich jetzt in diese Durchbruch. In diesen Durchbruch kommen, in diese Liebe zu Jesus. Und wir wollen beten, dass der Heilige Geist ihre Herzen anrührt, dass er wirklich laut klopft an diese Herzenstüren, so wie es in der Bibel beschrieben wird, wo Jesus selber sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und wer mir die Tür auftut, zu dem werde ich kommen und werde Gemeinschaft haben mit ihm. Er mit mir und ich mit ihm. Wollen wir das machen? Amen. Okay. Vater im Himmel, wir preisen dich für dieses Wort der Wahrheit, für diese ernsthafte Botschaft, wo es darum geht, in deinem Reich zu Hause zu sein, wo es darum geht, eine Beziehung mit dir, Herr Jesus, zu haben. Und wir machen uns eins für die Menschen, die hin und her schwanken oder die das Wort der Gnade gehört haben, aber wo es nicht Wurzeln geschlagen hat in ihren Herzen, wo es oberflächlich geblieben ist und nicht tief gewurzelt ist, wo es nicht an diesen Lebensstrom angeschlossen wurde oder nicht angeschlossen ist. Herr, wir beten, dass du jetzt deutlich und laut in das Leben dieser Menschen sprichst, dass du Situationen herbeiführst, wo sie wie aufwachen, wo sie wirklich erkennen, jetzt ist die Zeit, wo ich mich entscheiden muss, wo es um Zeit und Ewigkeit geht. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt in diesen Menschenherzen dich wie ein Wind bewegst, dass du dich mit einem lauten Sprechen in diesen Menschenherzen kundtust. Ja. Und dass diese Menschen sich wirklich öffnen für dich, Herr Jesus. Wir beten von Herzen für die Menschen, die jetzt gerade in diesem Tal der Entscheidung stehen. Und dass sie dich annehmen, Herr Jesus. Tu ein tiefes Werk in ihren Herzen. Ja, und wir widerstehen einfach dem, was der Feind an irgendwelchen negativen Aussagen über diese Menschen gebracht hat, diese feindliche Propaganda. Wir sprechen aus, dass die weggenommen ist, wie so eine dunkle Decke, die weggenommen wird davon. Wir sprechen aus, dass da Licht kommt, dass da Klarheit kommt, dass dieses Lügengespinst des Feindes, wo er manche Menschen einhüllt wie in einen Kokon, dass der weggesprengt wird. Und dass einfach das Licht und die Klarheit und die Wahrheit aufleuchtet im Leben dieser Menschen. Dass sie ein Verständnis bekommen durch ein übernatürliches Eingreifen von Realität, von ewigem Leben und ewigem Tod. Dass sie ein Bewusstsein dafür bekommen. Wir sprechen aus, dass da in ihrem Leben etwas hineinkommt, was übernatürlich ist, was vom Herrn ist. Und dass dieses Machenschaften des Feindes wirklich weggenommen werden. Ja, dass diese wie Verblendung, dass das weggenommen wird. Dass da eine Klarheit kommt und ein Segen hineinkommt. Ja, wir sprechen aus, dass der Herr Engel aussendet, die da wirklich Klarheit bringen in das Leben der Menschen, die einfach dir auf dem Herzen liegen, die dir wichtig sind, wo du sagst, die müssen gerettet werden. Ich bete schon so lange dafür. Im Namen Jesus, wir machen uns eins mit dem Gebet und wir sprechen aus, es kommt zur Veränderung im Leben von diesen Menschen. Wenn dafür gebetet worden ist, dann sind es Leute, die für das Reich Gottes gedacht sind und sie werden vom Feind nicht geraubt werden. Ja. Im Namen Yeshua Mashiach. Wir bestehen darauf, dass Menschen zum Durchbruch kommen und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass das, was der Feind geraubt hat, ihnen einfach, wie soll ich mal sagen, wiedergegeben wird. Ja, diese Erkenntnis, dieser Samen, dass das aufgeht in ihrem Herzen und dass sie zurückkehren. Und all die, die abgefallen sind, die sich abgewandt haben, die in die Welt gegangen sind, sie kommen wieder im Namen Jesus Christus. Wir beanspruchen sie für beanspruchen das Reich Gottes. Ja, wir sagen, sie sollen zurückkommen. Zurück. Sie sollen wieder ins Reich Gottes kommen, in die Familie zurückkommen, in die Familie Gottes zurückkommen. Wir lassen uns nicht bestehlen als Volk Gottes, sondern wir fordern all diejenigen, die verloren zu sein scheinen, dass sie wiederkommen, aus der Hand des Feindes gerissen werden, im Namen Jesus Christus.
Wir proklamieren für unsere Kinder, dass sie wirklich zu diesem Leben in Christus hindurchbrechen. Gerade für die Kinder, die in christlichem Elternhaus groß geworden sind, die alles gehört haben, die in dem christlichen Glauben erzogen worden sind. Herr Jesus, erinnere diese Menschen daran, was sie gelernt haben. Bring es ihnen wieder hervor. Du bist der Geist der Wahrheit und der Erkenntnis. Du kannst es schaffen, in ihrem Herzen und in ihrem Geist wieder sich daran zu erinnern, was du in ihr Leben hineingelegt hast. Ja. Herr, wir proklamieren das Wort deiner Verheißung, das du gesagt hast. Du wirst unsere Kinder lehren und der Friede unserer Kinder wird groß sein. Ich proklamiere das für alle unsere Kinder, dass du in ihrem Leben als wichtigstes Fundament erkannt wirst. Ich weiß, dass viele auch jetzt schon oder in eine Sinnkrise hineinkommen werden. Ja. Und Herr, wir beten, dass sie dich als ihren Sinn in ihrem Leben erfahren und wissen und erkennen und Ja sagen zu dir. Herr, wir wollen das nicht aufgeben. Wir sind Menschen, die nicht aufgeben. Wir geben keinen Zentimeter Preis. Ja. Wir geben nicht unsere Kinder Preis, nicht unsere Kindeskinder und nicht die Menschen, die du in unser Leben gestellt hast. Das und wir Reich proklamieren, dass das Wort der Verheißung hervorkommt. Ja. Du wirst unsere Kinder lehren und der Friede unserer Kinder wird groß sein. Shalom wird groß sein. Ja. Du wirst über unseren Kindern wachen und du wirst ihr Leben zu einer Beute für dein Reich machen. In Jesu Namen. Und wir sprechen weiterhin aus, das Licht wird zunehmen. Das Licht wird zunehmen, weil die Herrlichkeit des Herrn immer mehr zunimmt. Es wird zu diesen Krafterweisen kommen, von denen die Propheten sprechen. Amen. Es wird von dieser Ausgießung des Heiligen Geistes kommen, von denen die Propheten sprechen. Wir sprechen aus, es wird mehr kommen. Das Reich Gottes wird wachsen, wird zunehmen. Es wird nicht zurückgedrängt. Es wird nicht nur den großen Abfall geben. Es wird auch das Reich Gottes geben. Es wird die gewaltige Ernte geben, von der Jesus spricht. Es wird das geben, dass das Licht zunimmt. Und die Finsternis wird das Licht nicht überwinden können. Yes. Die Pforten der Hölle, Reich Gottes kann nicht überwunden werden von dem Feind. Das gibt es nicht. Wir widerstehen dem und wir sagen, Millionen und Millionen und Millionen von Menschen werden in den vor uns liegenden Jahren, auch in Mitteleuropa, durchbrechen zum Herrn der Herren, zum König der Könige. Egal wie die Situation ist, egal wie die Umstände sein mögen, egal wie katastrophal ist, ob die Wirtschaft zusammenbricht, die Finanzwelt zusammenbricht, die Politik zusammenbricht, das ist egal. Das Reich Gottes bricht nicht zusammen. Das Reich Gottes wird weiter vorangehen und dafür wollen wir stehen. Ja. Und ich lade dich ein, dich da mit uns eins zu machen und dafür zu beten, dass das Licht immer weiterkommt, auch in die Machenschaften der Politik und der Medien und was so ist. Licht, Licht. Wir wollen für Licht beten. Ja. Aber vor allen Dingen auch für Licht in dem Leben derjenigen, die jetzt eben noch in der Zwielicht sind und die dringend dieses Licht brauchen, damit sie wissen, wie sie zum ewigen Leben durchbrechen können. Amen. Ich möchte auch denen nochmal sagen, die so dicht dran sind und die so ein Herzensverlangen haben und die da so beten und so. Lass dich auch nicht unter einen falschen Druck bringen, dass du wie soll ich das jetzt sagen, so Druck ausübst auf den anderen, wo du vielleicht für betest, jetzt musst du dich aber endlich mal bekehren oder so. Bete. Im Gebet werden die Dinge entschieden. Im Gebet. Ja. Nicht unter, jetzt mach doch mal keine endlich. Manipulation. Und du weißt doch, ich habe dir doch schon alles gesagt und du hast dich doch schon mal bekehrt oder so irgendwelche Sachen. Tu das nicht, sondern die Liebe regiert in allem. Und deine Herzensgüte und deine Herzensbarmherzigkeit und deine Liebe wird viel lauter sprechen, als wenn du mit manipulativen Worten oder Bedrängnis oder wie auch immer. Leb den Glauben vor. Leb das, was du wirklich von Jesus weißt. Leb das. Lass das deine Umwelt sehen. Sei freundlich und offen und alle diese Dinge. Und du wirst merken, dass das einladender ist, als Druck auszuüben. Genau. Ja, und bleib dran, dass du dich nicht
wie soll ich mal sagen, von der Welt manipulieren lässt. Ja. Ganz generell. Ja. Also die Welt versucht immer, uns irgendwie zu steuern und zu sagen, was wir denken dürfen, was wir sagen dürfen, wie wir uns verhalten dürfen, was geht und was nicht. Das ist nicht für das Volk Gottes. Weißt du, das Reich Gottes braucht sich im Grunde vor der Welt gar nicht zu verantworten. Ja. Es braucht zu verteidigen. Sich nicht zu rechtfertigen. Das Reich Gottes ist das Reich Gottes. Ja. Ja, da regiert der Herr der Herren, der König der Könige. Und wir sind seine Repräsentanten, wir gehören dazu. Amen. Die Welt wird Rechenschaft vor dem Herrn geben müssen, nicht umgekehrt. Genau. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Ein Bewusstsein unserer Identität. Yes. Halleluja. Für mich ist der schönste Vers auch von der Offenbarung, sie haben ihn überwunden, nämlich den Feind, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ja. Und halte das einfach auch von diesem Abend fest. Du wirst zu einem Überwinder ausgebildet, herangebildet, gegründet. Alle diese Dinge. Der Herr möchte, dass wir Überwinder sind. Denn das ist das, was das Ziel ist. Auch das Ziel der Offenbarung letztendlich. Was Amen. Wir noch sagen wollen ist, nächsten Freitag wollen wir wieder für die Gebetsanliegen beten. Wir wollen Abendmahl gemeinsam nehmen. Ja. Bereite dich also vor. Schick uns die Anliegen. Ja, schick uns noch Anliegen, wenn du noch was hast. Für das Mosekörbchen. Für das Mosekörbchen. Und lasst uns gemeinsam einfach dieses Mahl feiern. Ja, wir wissen, das ist nicht miteinander und es ist nicht das, eins zu eins um einen Tisch rum, aber wir wollen das in diesem, sagen wir mal, virtuellen Raum trotzdem in der Gemeinschaft mit dem Herrn feiern. Absolut. Wir wollen es erheben, dieses Blut des Lammes, und wir wollen das Wort unseres Zeugnisses erheben über den Anliegen der Menschen, die in Bedrängnis sind. Ja, und ich habe auch, ich weiß nicht, worüber du sprechen möchtest, aber ich werde auf jeden Fall über Gebet sprechen. Gebet. Ja. Und zwar haben wir heute Vielleicht. Morgen, oder nein, heute, vorhin hat mich jemand angeschrieben, ein Freund von uns, genau. Der hat ein grandioses Ding geschrieben, und zwar hatte er heute Morgen einen Traum, und ich habe das gelesen, so ich war ja so begeistert, es war so cool. Ja, und dann stimmt. Hat er am Frühstückstisch das erzählt, und dann sagt seine kleine, ich glaube vierjährige Tochter, ich glaube 4 Jahre ist er, ich habe den gleichen Traum heute Nacht auch gehabt, aber sie hat es in Details ein bisschen anders gehabt. Hier, sehr cool. Nächste Woche Freitag. Kannst dich jetzt schon freuen. Es wird wirklich gut. Es wird im Gebet geben, und wir werden echte Durchbrüche haben. Genau. Schreib uns doch die Namen von den Menschen, für die du betest. Einfach mal auf ein E-Mail mal drauf, und dann kommen sie ins Mosekörbchen. Ja? Und dann sind sie verlinkt damit mit dem Gebet. Und so verabschieden wir uns jetzt. Wir freuen uns auf nächsten Freitag. Genau. Geh weiter mit dem Herrn und bleib dran. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind der Leib Christi. Wir sind die Überwinder. Amen. Wir sind klasse. Halleluja. Alles klar. Sei gesegnet. Ciao. Yes.